2004 überfielen schwer bewaffnete Terroristen eine Schule in Beslan in Russland. Sie hielten mehr als 1000 Menschen 3 Tage lang als Geiseln fest. Während der finalen Sicherheitsaktion starben 333 Menschen, darunter mehr als 180 Kinder. Die verstörten Familien forderten die Wahrheit. Wussten die Behörden, dass ein Angriff bevorstand, hätten diese Leben gerettet werden können? Sie brachten ihren Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser stellte fest, dass die Warnung unzulänglich, die Sicherheitsoperation desorganisiert und die Untersuchung unzureichend gewesen sei. Daraufhin leitete Russland Schritte ein, um eine solche Tragödie in Zukunft zu verhindern. Die Europäische Menschenrechtskonvention wahrt das Recht auf Leben in Europa. Elisa Södermann findet im Wäschekorb in ihrem Schlafzimmer eine versteckte Kamera, die direkt auf die Stelle ausgerichtet ist, an der sie sich auszieht. Ihr Stiefvater filmt sie nackt, während sie sich zum Duschen fertig macht. Sie entdeckt ihn, als sie 14 Jahre alt war. Er wird vor Gericht gebracht, kann aber nicht belangt oder bestraft werden, da es kein Gesetz gegen das gibt, was er getan hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte fest, dass er ihr Recht auf Privatsphäre verletzt hatte. Dank der Menschenrechtskonvention hat Schweden seine Gesetze geändert, um Menschen vor Angriffen auf ihre Privatsphäre zu schützen. Die Europäische Menschenrechtskonvention schützt die Privatsphäre in Europa. Eine Gruppe, die sich für Meinungsfreiheit einsetzt, organisiert legale, friedliche Demonstrationen. Diese wurden verboten, weil die Regierung nicht einverstanden ist. Die Gruppe Hyde Park, benannt nach dem berühmten Ort für Meinungsfreiheit in London, legte Widerspruch bei den moldawischen Behörden ein, wegen des Verbots der Ausübung ihres Demonstrationsrechts. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte fest, dass friedliche Proteste Teil der Demokratie sind. Dank der Menschenrechtskonvention verfügt Moldawien heute über wesentlich bessere Gesetze zur Versammlungsfreiheit, sodass friedliche öffentliche Proteste nun stattfinden können. Die Europäische Menschenrechtskonvention wahrt die Versammlungsfreiheit in Europa.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Generalsekretärin, liebe Maria, liebe Christine, sehr geehrte Frau Professor Rudolf, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Freunde. Erinnern Sie sich an Brigitte Heinisch? Frau Heinisch war Altenpflegerin in Berlin. Und sie wies auf die Missstände an ihrem Arbeitsplatz hin, woraufhin ihr Chef sie entließ. Sie legte Widerspruch ein mit der Begründung, ihr sei wegen Whistleblowing gekündigt worden. Deutsche Gerichte wiesen diese Klage ab. Frau Heinisch zog vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und sie bekam 2011 Recht. Die Kündigung verstieß gegen das Recht auf Meinungsfreiheit. Die Europäische Menschenrechtskonvention schützt die Meinungsfreiheit auch und gerade von Brigitte Heinisch. Seit 70 Jahren schützt sie uns alle. Seit 70 Jahren legt sie weltweit den höchsten Standard für den Schutz der Menschenrechte fest. Meine Damen und Herren, diese Errungenschaften sind alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wir verdanken sie Frauen und Männern, die vor 70 Jahren mutig genug waren, an eine Zukunft zu glauben, in der alle Europäerinnen und Europäer in Würde leben können. Und das nur 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus hatte bei uns in Deutschland überhaupt noch nicht begonnen. Und doch luden unsere Nachbarn Deutschland ein, im Europarat mitzuarbeiten. Und Deutschland wurde Teil einer Gemeinschaft, die von Grundprinzipien, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geleitet wurde. Und dieser Vertrauensvorschuss, der hatte bis heute einen wesentlichen Einfluss auf unsere Außenpolitik. 70 Jahre später reicht es aber nicht, die eigene Geschichte immer wieder zu erzählen, sondern wir müssen sie vielmehr als einen Arbeitsauftrag für die Gegenwart und für die Zukunft verstehen. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass heute unsere erste Konferenz mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und dem Deutschen Institut für Menschenrechte stattfindet. Und ich kenne beide Institutionen ganz gut. Umso mehr freue ich mich, dass uns vor 2 Tagen ein Durchbruch gelungen ist, der hier Erwähnung finden sollte. Wir haben endlich ein EU-Menschenrechtssanktionsregime eingeführt auf dem Außenrat Anfang der Woche in Brüssel. Und das war eines der Kernziele unserer Ratspräsidentschaft, auch mit Blick auf eine weitere Europäisierung unserer Außenpolitik. Wir können nun mit diesem Instrument gemeinsam Sanktionen gegen Personen und Entitäten in Drittstaaten verhängen. Denn es kann und es darf nicht sein, dass diejenigen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen begehen, am Wochenende in Paris oder in Berlin shoppen gehen oder hier bei uns ihr Geld parken. Den Arbeitsauftrag, die Menschenrechte in Europa weiter zu stärken, haben wir auch als Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates seit dem 18. November angenommen. Und meine Damen und Herren, wir haben in den nächsten Monaten einiges vor. Erstens setzen wir uns dafür ein, dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz Menschenrechte sichern und nicht gefährden. Ethische Fragen müssen auch in Zukunft Menschen beantworten und eben nicht Algorithmen. Und zudem kämpfen wir gegen Hate Speech online, denn soziale Netzwerke verändern unsere Informationskultur und damit auch unsere demokratische Meinungsbildung. Und der Europarat kann hier wichtige Antworten für den Schutz der Menschenrechte und der demokratischen Integrität liefern, und zwar in Europa, aber auch darüber hinaus. Zweitens, alle Mitgliedstaaten des Europarates müssen die Konvention achten und die Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte umsetzen. Dazu haben wir uns alle vertraglich verpflichtet. Doch es gibt viel zu viele Fälle, in denen das eben nicht geschieht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat etwa vor einem Jahr in aller Deutlichkeit die Inhaftierung von Osman Kavala als einen klaren Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verurteilt. Er sitzt aber immer noch in Untersuchungshaft, seit nunmehr über 1000 Tagen. Und deshalb haben wir vergangene Woche im Europarat in einer Zwischenresolution
die sofortige Freilassung von Herrn Kavala gefordert. Und um die Stimme der Europäischen Union auch im Europarat zu stärken, setzen wir uns mit allem Nachdruck für einen raschen Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention ein. Und es ist gut, dass die Verhandlungen zum Beitritt nach Jahren des Stillstandes, der viel zu lange dauerte, endlich in den letzten Monaten wieder aufgenommen worden sind. Drittens, im Zentrum unserer Bemühungen stehen auch die jungen Europäerinnen und Europäer. Wir werden den Jugendaustausch fördern und den Dialog zwischen jungen Menschen über Grenzen hinweg erleichtern. Und in Zeiten von Social Distancing müssen wir Regierungen, genauso wie Zivilgesellschaften, kreativ sein, um Europa den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen. Und dieses Europa, meine Damen und Herren, dieses Europa ist vor allen Dingen divers und vielfältig. Der Lackmustest für Menschenrechte bleibt daher unser Umgang mit Minderheiten. Und deshalb wollen wir auch den Schutz der größten Minderheit in Europa, der Roma und Travelers, in den Fokus unserer Präsidentschaft rücken. Meine Damen und Herren, morgen am 10. Dezember ist der weltweite Tag der Menschenrechte. Er erinnert uns jedes Jahr an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Er erinnert uns daran, dass alle Menschen frei und gleich an Würde geboren sind. Aber auch daran, dass das Erreichte nicht selbstverständlich ist. Dass es unsere Pflicht ist, für die Menschenrechte jedes einzelnen Menschen, wie Brigitte Heinisch und Osman Kavala, weiter zu kämpfen. Ohne ihre Unterstützung, ihre laute Stimme, ihre Augen und Ohren vor Ort wäre das überhaupt nicht möglich. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken und wünsche nun eine spannende Diskussion. Herzlichen Dank. Eike Muisch. Ja, einen schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Seite. Mein Name ist Helene Bobrowski, ich bin Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Hauptstadtstudio in Berlin und ich freue mich sehr, heute diese Diskussion moderieren zu dürfen. Wir sprechen über die Europäische Menschenrechtskonvention als Fundament des Menschenrechtsschutzes in Europa. Wir wollen über die Errungenschaften natürlich sprechen, der EMRK. Wir wollen aber auch sprechen, der Bundesminister hat es angesprochen, über die Probleme, die es bei der Handhabung gibt. Und wir wollen über Lösungen diskutieren. Dabei wollen wir nicht außer Acht lassen, dass institutionelle Gefüge des Menschenrechtsschutzes, es gibt ja neben der EMRK und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch noch andere Institutionen, die sich um den Schutz der Menschenrechte in Europa und der Welt kümmern und dafür verantwortlich fühlen. Ich freue mich sehr, das mit vier ganz spannenden Gästen zu tun, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Zu meiner Linken neben mir im Studio im Auswärtigen Amt hier sitzt Frau Professor Dr. Juliane Kokott. Sie ist Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und Frau Kokott hat sich schon mit Menschenrechten seit langer Zeit beschäftigt, unter anderem in ihrer Dissertation, die sie schrieb über das interamerikanische System zum Schutz der Menschenrechte. Nach ihrer Habilitation lehrte sie an verschiedenen Universitäten in Deutschland und schließlich in St. Gallen, bis sie 2003 an den Europäischen Gerichtshof berufen wurde als Generalanwältin und dort im Amt bereits zweimal im Amt bestätigt wurde. Wir freuen uns sehr, Frau Kokott, dass Sie heute bei uns. Haben wir drei Panelisten, die uns zugeschaltet sind. Zunächst möchte ich Ihnen vorstellen, Frau Gide Jensen aus dem Deutschen Bundestag, dem sie seit 2017 angehört. Sie ist die jüngste weibliche Abgeordnete im 19. Deutschen Bundestag. Und als solche ist sie sofort Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses geworden. Außerdem ist sie Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Frau Jensen ist Politikwissenschaftlerin und hat vor ihrem Einzug in den Bundestag für die Friedrich-Naumann-Stiftung gearbeitet. Schön, dass Sie auch dabei sind, Frau Jensen. Aus London uns zugeschaltet ist Herr Tim Eike, der seit 2016 Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ist. Herr Eike hat sein Jurastudium in Deutschland begonnen, wechselte aber nach 2 Jahren nach Großbritannien und blieb dann dort. Er war Barrister an der Honorable Society of Lincoln's Inn, einer der vier englischen Anwaltskammern. Und seit 2011 ist er
Kronanwalt, also Queen's Counsel, und seit 2016 eben Richter in Straßburg. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Eike. Und last but not least, aus Riga uns zugeschaltet, ist Nils Muezhniks. Er ist Europadirektor von Amnesty International und hat ebenfalls eine sehr spannende Karriere hinter sich. Nach einer politikwissenschaftlichen Promotion war er Direktor des Lettischen Zentrums für Menschenrechte. Dann war er lettischer Integrationsminister, lehrte dann wieder an der Universität und wurde 2012 dritter Menschenrechtskommissar des Europarats und ist seit 2020, also seit Juni diesen Jahres, bei Amnesty International und wird hier die NGO-Perspektive vertreten. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Muezhniks. So, wir möchten steigen jetzt direkt ein in die Diskussion und wollen zunächst erstmal sprechen über die Errungenschaften der EMRK und werden hier den Blick insbesondere auf die europäische Dimension richten, der Blick auf Deutschland insbesondere ist ja heute Vormittag schon diskutiert worden. Herr Muezhniks, meine erste Frage geht an Sie. Wir feiern 70 Jahre EMRK. Aus der Perspektive der Nichtregierungsorganisationen, was sind die wichtigsten Errungenschaften? Thank you. It's a great pleasure to be here. Vielen Dank. Es ist eine große Freude, heute hier zu sein und die Zivilgesellschaft bei dieser Diskussion zu vertreten. Ich denke, dass die große Errungenschaft ist, dass die Menschen Hoffnung gewonnen haben durch die Menschenrechtskonvention. Denn viele Menschen vertrauen ihrem eigenen Justizsystem nicht, ihrer Regierung nicht. Und deswegen ist die Europäische Menschenrechtskonvention die einzige Hoffnung vieler Menschen, Gerechtigkeit zu erlangen. Deswegen ist das wirklich eine ganz wichtige Rolle, die ihr zukommt. Die Meinungsfreiheit wurde ausgeweitet. Regierungen können nun systematische Probleme unterschiedlicher Art angehen, Überbelegung von Gefängnissen, zu lange Untersuchungshaft und so weiter. Und ich denke, dass auch die Rechte von LGBTI-Menschen sind ein wichtiger Punkt, wo vieles erreicht worden ist und immer mehr erreicht wird. Und auch in den repressivsten Ländern, und es gibt leider einige sehr repressive Länder, die auch Mitglied des Europarates sind, hat der Gerichtshof die Länder zu Millionen von Euro von Schmerzgeldzahlungen und Entschädigungszahlungen verurteilt. Ich denke, ganz besonders ist es so, da in mancherlei Hinsicht hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch Menschenleben gerettet, indem Menschen nicht ausgeliefert wurden an Orte, wo sie gefoltert worden wären. Die Regierungen mögen das nicht, wenn das Gericht so urteilt, aber ich denke, das steht auch wirklich für die Macht, die das Gericht hat. Sie haben uns erklärt, und das ist ja unbestritten, dass es in Europa in den Konventionsstaaten natürlich welche gibt, wo man sich noch größere Sorgen machen muss über die Einhaltung der Menschenrechte als in anderen. Herr Eike, meine Frage geht an Sie. Wie Großbritannien gehört nicht zu den Ländern, wo man sich die allergrößten Sorgen macht. Vielleicht sagen Sie uns mal, welche Rolle spielt die EMRK eigentlich in dem Land, in dem Sie jetzt leben, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es dort keine geschriebene Verfassung gibt, was sich ja von anderen Konventionsstaaten unterscheidet. Auch ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung. Es ist eine große Ehre, heute Nachmittag bei Ihnen zu sein, wenn auch nur per Videolink. Die Bedeutung der Konvention in Großbritannien hat sich natürlich mit der Zeit geändert. Historisch, ohne Human Rights Act, war der Gerichtshof die Hoffnung, die Nils Muezhniks gerade angesprochen hat. Und viele Anwälte und viele der richtungsweisenden Urteile des Gerichtshofes sind in britischen Fällen gefallen in den frühen Jahren der Konvention. Und seit wir den Menschenrechtsakt haben, den Human Rights Act haben im Jahr 2000, hat der Gerichtshof einen Schritt zurücknehmen können, weil die nationalen Gerichte sowohl aufgrund des Human Rights Acts wie auch durch EU-Recht die Menschenrechtskonvention selber anwenden konnten und dementsprechend der Konvention Wirkung verschaffen konnten im nationalen System. Vielen Dank, Herr Eike. Frau Jensen, wir kommen jetzt zu Ihnen und wir könnten natürlich auch darüber reden, welche Bedeutung die EMRK insbesondere für Deutschland hat. Das haben aber unsere Kollegen heute Morgen schon getan. Deswegen an Sie eine andere Frage. Wir haben ja
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen deutlichen Anwachs von Fallzahlen über die vergangenen Jahrzehnte verzeichnen können. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht. Zwischen 1960 und Ende der 90er Jahre, also ein Zeitraum von 40 Jahren, gab es insgesamt um die 800 Urteile. Heute sind es, in den letzten Jahren waren es pro Jahr immer über 1000. Ist das eigentlich Ausdruck des Erfolgs der EMRK und des EGMR oder wird hier vielleicht auch ein System Opfer des eigenen Erfolgs, weil diese Vielzahl der Fälle überhaupt nicht mehr zu bearbeiten ist? Wie schätzen Sie das ein? Ist da ein Reformbedarf? Ja, dann reihe ich mich ein in den Dank erstmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und die paar Jahre Erfahrung, die ich ja nun erst vorweisen kann, versuchen kann, vielleicht trotzdem ein bisschen wirken zu lassen. Auch eine große Ehre mit zwei wirklich ausgewiesenen Expertinnen und bei Ihnen im Studio mit der Kollegin zu diskutieren. Ich würde sagen, es ist einerseits ein Zeichen dessen, dass Menschen die Möglichkeit wahrnehmen, und zwar verstärkt wahrnehmen, eben individuelles Recht auch auf der höchsten möglichen Ebene durchsetzen zu können. Und andererseits stellt man eben fest, dass, und das hat ja auch der Einspieler gerade ganz gut gezeigt, dass die, wenn quasi nationale Rechtsetzung oder Gesetzgebung am Ende ist, es noch einen weiteren Schutzmechanismus geben könnte. Und das ist eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Und da bin ich jetzt gar nicht die Expertin für, sondern das wäre dann sicherlich auch Herr Eike, der nochmal einen ganz anderen Blick auch aus der Arbeit geben kann, die das am Ende bedeutet. Aber wenn wir uns politisch vor Augen halten, eben wie massiv unterfinanziert und auch personell schwierig oder also herausfordernd ausgestattet der Gerichtshof ist und dann das ins Verhältnis setzt mit den vielen Verfahren, die anhängig sind, die natürlich auch in ihrer Individualität ganz anders und mit ganz anderer Fürsorge bearbeitet werden müssen, als man das vielleicht bei anderen Gerichtsprozessen kennt, dann ist das eine Herausforderung, die sich auch dann am Ende die Mitgliedstaaten annehmen müssen und wo wir vielleicht dann auch ein Stück weit im Rahmen der Präsidentschaft im Ministerkomitee des Europarates hinwirken können. Nun sitzt ja Frau Professor Kokot bei Ihnen im Studio und sie hat zum interamerikanischen System promoviert. Und ich glaube, da vielleicht für die Zukunft wäre es wunderbar, wenn man noch mehr auch diese Vergleiche der regionalen Menschenrechtsgerichtshöfe, wir haben den interamerikanischen, den afrikanischen und den europäischen, jeweils, glaube ich, mit Vor- und Nachzügen, noch mehr miteinander vergleichen und positive Best Practices daraus ableiten könnte. Das passierte ja vor 2 Jahren in San Jose bei einer großen Konferenz. Und ich glaube, dieser Austausch und das Lernen, was im Grunde passieren muss, damit das System noch verbessert wird, daraus können wir definitiv noch etwas mitnehmen, auch politisch jetzt in der Zeit. Vielen Dank. Also wir hören von der Ausschussvorsitzenden für Menschenrechte jedenfalls ein Signal, ist Unterstützung für eine möglicherweise bessere finanzielle Ausstattung des Gerichtshofs. Das, Herr Eike, wird Sie sicher freuen. Bevor wir auf andere Reformen kommen, möchte ich Frau Kokot mal fragen. Sie sind am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg tätig. Es gibt aber natürlich in vielen Urteilen des Gerichtshofs wird Bezug genommen auf Entscheidungen des EGMR, auf die natürlich auch auf die Konvention. Welche Rolle spielt der EGMR und die MRK für Ihre Arbeit? Erstmal möchte ich mich auch bedanken, dass ich hier in so einer tollen Runde bin. Ich finde es bloß schade, dass wir uns nicht alle treffen. Mit vielen von Ihnen verbindet mich lange Freundschaft und Bekanntschaft, jahrzehntelange. Und mit Frau Jensen hätte ich bestimmt auch viel zu diskutieren. Was sie eben gesagt hat, hat mich sehr gefreut. Und darauf komme ich noch zurück. Welche Rolle spielt der EGMR für den EuGH? Eine sehr, sehr große Rolle. Der EuGH zitiert eigentlich grundsätzlich nur sich selbst. Ausnahme EGMR, und zwar sehr, sehr viel. Er ist, denke ich, auch beeinflusst in ganz wichtigen, heiklen Fragen, oder er arbeitet zusammen mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das kann ich Ihnen anhand von Beispielen sagen. Der EuGH hatte ein, ja,
eher zwischenstaatlichen Ansatz der gegenseitigen Anerkennung, was andere Staaten machen, wird anerkannt. Wenn ein Kind einem Elternteil durch ein Gericht in einem anderen Art zugesprochen wird, dann nimmt man das hin. Wenn ein Strafurteil, Strafbefehl woanders ausgesprochen wird, in einem anderen Land, dann nimmt man das im Rahmen des Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens hin unter den Mitgliedstaaten. Der EGMR, auch das Bundesverfassungsgericht, hat aber zu verstehen gegeben, dass es so nicht in allen Fällen gehen kann. Zunächst im Bereich der Kinder, der Sorgerechtsstreite, dann aber auch im Bereich von Flüchtlingen und Häftlingen. Und er hat diesen Grundsatz des, in Anführungsstrichen, ja, des blinden Vertrauens modifiziert, sodass die Gerichte des ausliefernden Staates oder des Staates, wo das Kind ist, jetzt zumindest eine leichte Kontrolle vornehmen. Man kann natürlich nicht im Einzelnen alles überprüfen, dann bricht die gesamte Zusammenarbeit der Verwaltung zusammen. Aber er hat hier Impulse des EGMR ganz klar aufgenommen. Ein weiterer Bereich, der ja schwierig, aber schwierig und wichtig ist, ist der Bereich Verantwortlichkeit für Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten. Da hat der EGMR ja vor vielen Jahren das Söring-Urteil gefällt. Da ging es darum, dass jemand nicht in die USA, Herr Söring nämlich, ausgeliefert werden durfte, weil dort ihm die Todesstrafe gedroht hatte. Das Urteil hat damals wirklich Aufruhr verursacht unter den Völkerrechtswissenschaftlern, weil es einfach unüblich war, dass man sich darum kümmert, was in anderen Staaten los ist. Es ist auch nicht einfach, hier die Grenze zu ziehen, was wir jetzt im Flüchtlingsrecht sehen. Ja, wir sind einerseits, wir wollen die Menschenrechte schützen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind wir auch nur ein Land. Ja? Und ich muss dazu sagen, diesen ja, traurigen Satz meines Doktorvaters Herrn Döring, man kann einfach nur begrenzt helfen, aber wie weit kann man helfen? Er hat eben das Beispiel gebracht, wenn ein Land im Bürgerkrieg ist. Ja? Zwei Parteien ungefähr gleich stark bekämpfen sich und hauen sich die Köpfe ein. Und hier gibt es viele, die sagen, wir müssen denen helfen, wir müssen die bei uns aufnehmen. Aber wir können, wenn wir beide Parteien aufnehmen, dann importieren wir das Problem. Ja? Und in diesen sensiblen Bereichen muss man einfach zusammenarbeiten. Die Probleme sind so groß, wenn man sich da noch mit Streitigkeiten unter den Gerichtshöfen abgibt, dann hat man gleich verloren. Ja. Ein weiteres Problem, auch sehr, sehr sensibel, ist der Bereich der Religion und Kirche. Man denkt, Religion und Kirche ist eigentlich ein altes Thema, glaubt sowieso niemand dran, aber komischerweise habe ich erlebt, auch als Universitätsprofessorin, wenn diese Themen besprochen werden, dann entflammen plötzlich die hitzigsten Diskussionen in Seminaren, aber auch sonst. Und ja gut, Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht, der EGMR und der EuGH, Sie alle befassen sich beispielsweise mit dem kirchlichen Arbeitsrecht. Ja? Wie weit muss man Entscheidungen dieser kirchlichen Gemeinschaften oder Religionsgemeinschaften nachprüfen? Muss der katholische Kindergarten eine junge Frau oder eine Frau überhaupt mit Kopftuch einstellen als Kindergärtnerin, als Köchin oder sonst was? Klingt wie ein Randbereich, ist aber gesellschaftlich doch hoch umstritten. Und in all diesen Bereichen schauen wir dankbar auf die Rechtsprechung des EGMR. Man muss auch sagen, dass in solchen sensiblen Bereichen man selber um die Entscheidung und darum ringt, was ist überhaupt richtig. Und wenn man dann wirklich ausgewogene und gute Judikatur von den vernünftigen Kollegen, die sich ebenfalls den Kopf zerbrechen, zur Verfügung hat, dann kann das einfach nur helfen. Ja? Und ich muss sagen, dass ich bei den Besuchen bei unserem Schwestergerichtshof in Straßburg, ich war letztes Jahr, glaube ich, zweimal dort, war ich sehr beeindruckt von den Gesprächen mit den Kollegen und ja, eigentlich von dem Niveau auch der Diskussion. Es ist nicht selbstverständlich, sich in solchen schwierigen Bereichen differenziert und kenntnisreich zu äußern. Und ich wollte noch sagen, was mich auch sehr gefreut hat, Frau Jensen, dass Sie auf das interamerikanische System zu sprechen kommen. Sie können nachher, spreche ich dann weniger, ich überziehe. Nehmen Sie, dann sage ich nur noch ganz wenig. Ja. Mich hat diese Bemerkung von Ihnen sehr gefreut,
weil ich denke, dass das europäische System zum Schutz der Menschenrechte früher mal ein, im Vergleich zum interamerikanischen, früher ein Gutwettersystem war. Weil wir damals, vor vielen Jahren, auch als es gebaut wurde, das europäische System, hatten wir nicht diese massiven Probleme, die es im interamerikanischen gab, dass reihenweise Personen einfach verschwinden. Ja? Sie verschwinden einfach, kein Mensch kümmert sich drum. Und die Tatsachen werden verschleiert. Es geht nicht darum, die Feinheiten der Meinungsäußerung auszuziselieren, sondern es geht wirklich um ganz massive Probleme, die jetzt hier auch kommen. Und man kann dann Urteile gegen die Staaten fällen. Aber was passiert, wenn die nicht richtig durchgesetzt werden? Was kann man in solchen Situationen überhaupt noch machen? Herr Eike hat, ja, Eike und der Kollege von Amnesty International hat gesagt, Menschenleben retten, darauf kann es auch ankommen. Und das ist auch enorm wichtig. Und dazu hat eben das interamerikanische System sehr viel Erfahrung, mit wirklich üblen Regimen zusammenzuarbeiten. Und die hatten damals die Interamerikanische Menschenrechtskommission, die in Delegationen in die Länder gereist ist und durch kleine, bescheidene Arbeit doch viele Menschenleben gerettet hat. Und vor diesem Hintergrund bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, die Europäische Menschenrechtskommission abzuschaffen. Ja, ja, vielen Dank, Frau Kukot. Wir hoffen, dass Sie später sich nicht zurückhalten, weil das interessant ist, was Sie aus Ihrem Alltag, aus Ihrem beruflichen Umfeld uns erzählen können und diesen Dialog der Gerichte und dieses institutionelle Gefüge der Menschenrechte. Darauf werden wir später auch noch mal genauer eingehen. Wir feiern heute 70 Jahre IMRK und jetzt möchte ich mal ein bisschen Wasser ins Wein dieser Feierstunde gießen, weil man sich ja fragen kann, wirklich feiern wir in Deutschland 70 Jahre? Wer feiert das eigentlich? Man kann wahrscheinlich sogar die Frage stellen, wer weiß eigentlich davon? In der Juristenausbildung kann ich aus eigener Erfahrung sagen, jedenfalls vor einigen Jahren, ist es ja bei mir nun auch schon her, spielte die EMRK im Grunde genommen überhaupt keine Rolle, wenn man nicht das Fach Europa und Völkerrecht gewählt hatte. Es ist in meiner Betrachtung eine jedenfalls in Deutschland relativ geringe Identifikation mit der EMRK, außer in Fachkreisen. Aber ich möchte jetzt in den kommenden Minuten auch noch über weitere Probleme sprechen, die schon vom Bundesminister, aber auch von Ihnen teilweise angesprochen wurden. Wir sehen Probleme bei der Umsetzung von Urteilen. Wir sehen Probleme bei der Aushöhlung der EMRK, zum Beispiel in Russland, wo es einen Vorbehalt gibt, dass das Verfassungsgericht die Urteile erst bestätigen muss, bevor sie Wirkung entfalten sollen. Und wir sehen auch in Großbritannien Gesetzgebung, die möglichst die Kontrolle des EGMR zurückdrängen soll. Herr Muzhniak, fangen wir mal mit Ihnen an. Sind diese Entwicklungen, die wir doch in zahlreichen Konventionsstaaten sehen, Alarmzeichen? Haben Sie den Eindruck, es ist insgesamt schlecht bestellt um die Akzeptanz der EMRK? They're very alarming, because das sind alarmierende Zeichen. In der Tat, es gibt große Verzögerungen bei der Umsetzung von Urteilen. Es gibt eine selektive Umsetzung durch verschiedene Mitgliedstaaten. Die Autorität des Gerichtshofs wird angezweifelt und angefochten. Ich denke, es ist also unglaublich wichtig für Mitgliedstaaten, sowohl individuell als auch zusammenzuarbeiten, um darauf hinzuwirken, dass Urteile umgesetzt werden. Herr Maas hat etwas bestätigt, das auch Herr Roth bereits gesagt hat. Es ging darum, dass die Türkei Osman Kavala freilassen sollte, ein Repräsentant der Zivilgesellschaft, der tagelang sehr lange Zeit im Gefängnis verbracht hat. Die Türkei muss sich an das Urteil halten. Und wir müssen also darauf drängen, dass das auch tatsächlich passiert. Meiner Meinung nach gibt es zwei verschiedene Arten von Urteilen, die unsere prioritäre Aufmerksamkeit erfordern oder auch besondere Aufmerksamkeit brauchen, weil es besondere Urteile sind. Die Verletzung von Artikel 18 zum Beispiel.
Das sind Fälle, die politisch motivierte Verfolgungen aufzeigen. Und das sollte nicht passieren in einem Mitgliedstaat des Europarats. Das ist im Kravala-Fall passiert. Das ist auch der Fall mit Nawalny im Falle Russlands und einer wachsenden Zahl an Fällen in Bezug auf Aserbaidschan. Diese Fälle also weisen hin auf ein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Gerichte. Also es sind einige Alarmglocken, die schellen sollten, wenn Sie es mit einer Verletzung des Artikel 18 zu tun haben. Die zweite Art von Fälle, die unsere prioritäre Aufmerksamkeit erfordern, sind Piloturteile, die strukturelle Probleme aufweisen oder eine Gruppe von Fällen ähnlicher Natur. Diese Piloturteil-Projekte haben begonnen, um mit dem Rückstau an Fällen klarzukommen. Ich denke, es ist also sehr wichtig, dass nicht nur Politiker und im Ministerkomitee und auch die nationalen Regierungen sprechen und eine Ausbildung durchlaufen. Ich denke, man braucht eine breitere Menschenrechtskultur, ein Menschenrechtsumfeld, in dem Urteile akzeptiert werden und umgesetzt werden. Die Bildung ist wichtig, die Medien, NGOs, Jugendgruppen, Schulen. Die Urteile werden nicht in einem Vakuum umgesetzt und akzeptiert. Man braucht ein breiteres Umfeld, das dazu führt, dass sie legitim als legitim erachtet werden. Und es gibt viele andere Maßnahmen, die ergriffen werden können durch Mitgliedstaaten und auch durch den Europarat in Bezug auf Urteile, auch was Menschenrechtsaktivisten betrifft, die eine Schlüsselrolle spielen in Europa. Urteile bezüglich der Menschenrechtsaktivisten und Unabhängigkeit der Gerichte sollten automatisch Teil von Aktionsplänen sein, die unterstützt werden von Mitgliedstaaten und dem Ministerkomitee. Örtliche Büros des Europarats sollten auch die Urteile weiter verbreiten und unterstützen. Sie sollten sich mit Menschenrechtsaktivisten treffen. Es darf sich hier nicht um technische Projektoffiziere handeln, sondern es gibt also sehr viel, das man tun kann, sowohl von Seiten der Mitgliedstaaten, aber auch von Seiten des Europarats an sich. Das ist sicherlich alles wünschenswert. Ja, Sie haben gesagt, wir brauchen ein Human Rights Environment, also eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass diese Menschenrechte gelten sollen. Die Wahrheit ist aber, dass wir das eben nicht in allen Staaten haben und auch zum Beispiel, jetzt komme ich noch mal auf Sie, Herr Eike, und diesmal wieder nicht in Ihrer angesprochen als Richter, sondern erstmal als jemand, der sich in Großbritannien gut auskennt. Wir haben in der Brexit-Diskussion gesehen, dass einige Tories für den Verbleib in der EU geworben haben mit dem Argument, dass es doch eigentlich viel wichtiger sei, aus der EMRK auszutreten, beziehungsweise die Entscheidung aus Straßburg loszuwerden. Ja, auch bis heute ist es ja in der britischen Politik eine ständige Beschwerde sozusagen, dass die Souveränität auch durch Straßburg eingeschränkt werde, nicht nur durch Brüssel. Wie sehen Sie das? Alles das, was Herr Muzhniak gesagt hat, ist ja natürlich das richtige Ziel. Aber wenn man eine Gesellschaft hat, die das eigentlich gar nicht will oder jedenfalls in Teilen nicht will, wie geht man damit um? Auch da, denke ich mal, gebe ich vielleicht mal einen Schritt zurück erstmal. Es ist natürlich eine Sache mit dem Umfeld und dem Bewusstsein für Menschenrechte in der Gesellschaft. Wie weit sind wir damit und ist das ein Erfolg? Und bis zum gewissen Grad stimme ich Herrn Mussen ja zu, dass viel gemacht werden muss, noch viel mehr gemacht werden muss. Aber Sie fragten vorhin nach Zahlen. Die Tatsache, dass wir so viele Fälle anhängig haben, ist auch ein Zeichen, dass ein Bewusstsein besteht. Und wenn Fälle, Demirtas ist ein Fall, Kavala ist ein Fall, auch viele andere vor unserem Gericht verurteilt werden oder Urteile gesprochen werden, dann wird das aufgegriffen in den Ländern und immer mit Rückschluss zur Konvention. Insofern ein gewisses Bewusstsein besteht da. Und man muss vermutlich mal da auch einen Unterschied machen zwischen dem Bewusstsein in der Bevölkerung. Und wie gesagt, ich sehe das durchaus auch so, dass da mehr Arbeit gemacht werden muss und kann.
und dem, was Politiker der verschiedensten Couleur für politisch opportun halten, wenn sie sich mit Europa oder der Konvention auseinandersetzen. Das sind, denke ich mal, ist nicht unbedingt immer, immer dasselbe. Und auch da sehen wir jetzt, und jetzt kommen wir auf Großbritannien zurück, Sie haben sicher recht, dass während der Debatte des Brexit-Referendums in 2016 die Konvention durchaus auch ein Thema war. Aber wir sehen jetzt auch, die Abstimmung ist ausgefallen, wie sie ausgefallen ist, dass die britische Regierung sich erst gestern, vorgestern wieder ausdrücklich zur Konvention bekannt hat, indem sie einen Ausschuss eingesetzt hat oder eine Untersuchung ausgesetzt hat, wie weit nach 20 Jahren der Human Rights Act vielleicht eine Reform benötigt, aber darin durchaus wieder bestätigt wurde, ein Commitment zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Insofern ist auch da, denke ich mal, das wirklich so eine Sache der auch der Politik des Tages. Ich möchte aber noch mal einmal auch da wieder, Sie kamen vorhin und ich habe jetzt die Zahlen erwähnt, in 2011 hatten wir 160.000 Fälle anhängig. Und da wird dann davon gesprochen, sind die Zahlen ein Zeichen des Erfolges? Und ich persönlich habe da Probleme mit. Klar, die Anzahl der Urteile sind ein Zeichen des Erfolges, dass der Gerichtshof es geschafft hat, sich den Zahlen zu stellen, wie das ja nun aus den Reformprozessen der letzten Jahre auch erwartet wurde. Aber die Tatsache, dass wir immer noch 61.000 Fälle anhängig haben, denke ich mal, kann man nicht als ein Zeichen des Erfolges bezeichnen, weil die sind jetzt so der Kern des Problems und die müssen angegangen werden. Und da gibt es halt, da kann der Gerichtshof nur so viel machen, indem er seine Arbeitsmethodik noch weiter umstellt. Protokoll 15 wird demnächst wieder potenziell, wenn es dann verabschiedet wird oder von Italien ratifiziert wird, auch nochmal eine Veränderung bringen, eine leichte. Aber die Zahlen sind, denke ich mal, kein Erfolg. Auch da ist dann die Umsetzung der Urteile national ein Problem. Viele der Wiederholungsfälle bei uns sind Fälle, wo ein Urteil vorliegt, aber die Urteile nicht umgesetzt sind. Und entweder kommen die Klagen zu uns, weil das Urteil nicht umgesetzt wurde, oder weil die Klagen dieselbe Problematik nochmal in Frage stellen, die wir im Grunde schon abgehandelt haben. Und da gibt es dann nach einer gewissen Zeit dann entweder ein Pilot Judgment oder ein Leading Judgment. Und die Urteile werden dann als Wiederholungsfälle von den Ausschuss gebracht, anstatt von der Kammer von 7 Richtern oder die große Kammer von 17. Aber die Fälle liegen bei uns an. Die sind Teil der 61.000 Fälle, die wir momentan noch bei Gericht anhängig haben. Vielen Dank, Herr Eike. Ich möchte jetzt mal auf den Punkt der Probleme bei der Umsetzung kommen, der schon verschiedentlich angesprochen wurde. Osman Kavala ist sicherlich einer der bekanntesten Fälle, aber er ist bei weitem nicht der einzige. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, die sind jetzt einige Monate alt, aber ich habe gelesen, es gibt 3.800 Urteile, die gegen die Türkei nicht umgesetzt sind und 2.550, die gegen Russland nicht umgesetzt sind. Nur für diese beiden Länder. Für andere gibt es auch Probleme, wenn nicht ganz in dieser Größenordnung. Frau Jensen, Sie sind, ich habe es vorhin gesagt, auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Sie sind also mit dafür verantwortlich, darüber zu wachen, dass die Konvention auch in den Staaten eingehalten wird. Wie sehen Sie diesen Missstand und was muss in Ihren Augen getan werden, um zur Durchsetzung, tatsächlich zur Rechtsdurchsetzung zu verhelfen in den Staaten? Ja, das ist eine spannende Frage, die uns, glaube ich, auch noch einige Jahre und jetzt nicht nur während der deutschen Präsidentschaft im Ministerkomitee, sondern auch darüber hinaus beschäftigen wird. Und wir sehen ja in den letzten Jahren und in der letzten Zeit vor allem, dass es sogar in Europa, also in der Europäischen Union, aber eben auch unter den Mitgliedstaaten im Europarat, mehr und mehr Infragestellungen von solchen multilateralen Verabschiedungen, Zusammenschlüssen, Verträgen gibt. Und die Frage, die ja auch jetzt hier aufgeworfen wurde, ist ja auch immer wieder, warum sollen wir uns als Land, und das ist dann am Ende so eine tagespolitische Frage, warum sollen wir uns als Land
einem Vertrag unterwerfen, wenn wir selber der Meinung sind, wir wissen es besser. Da sind ja auch im Grunde die USA immer ein Beispiel gewesen, die sich ja auch keinem ISTGH-Statut oder so verschreiben. Ein großer Kritikpunkt übrigens am interamerikanischen System, wo die USA sich ja systematisch immer wieder rausziehen. Wir debattieren in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates viel darüber, welche Konsequenzen es eigentlich haben sollte, wenn man eben feststellt, dass die Türkei, Russland, und das sind die beiden großen angesprochenen Länder, die halt eben deutlich hohe vierstellige Urteile nicht umgesetzt haben und auch von den insgesamt über 60.000 noch anhängigen Fällen auch große Prozentteile auch eben aus diesen beiden Ländern stammen. Und da gibt es auch Uneinigkeit bei uns in der deutschen Delegation tatsächlich drüber, was am Ende des Tages als Konsequenz daraus resultieren müsste, wenn man eben feststellt, dass es kein rein strukturelles Problem ist, dass Urteile nicht umgesetzt werden in Mitgliedstaaten. Es kann ja durchaus auch sein, einfach, dass das Vermögen, und das haben wir letztens auch im Menschenrechtsausschuss mit Michael Roth, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, darüber diskutiert. Es gibt durchaus auch Fälle, wo Staaten strukturell noch so schlecht aufgestellt sind, dass sie nicht in der Lage sind, das Maß an Urteilen, die dann reinkommen, sofort umzusetzen. Aber bei Russland und der Türkei würde ich ganz persönlich und wir auch als FDP-Fraktion zu dem Schluss kommen, dass es nicht rein strukturell ist, sondern auch politischer Wille fehlt. Und wir haben in Russland mit der Verfassungsreform gesehen, dass da systematisch jetzt auch die Entscheidung getroffen wurde, dass nationales russisches Recht über dem europäischen oder über dem Recht, das am Ende vom EGMR gefällt wird, steht und nur dann umgesetzt wird, wenn es eben nicht kontraproduktiv zum Russischen ist. Das ist ein klarer politischer Wille, der da abzulesen ist, der eben besagt, man wird sich nicht mehr einfach so unterwerfen wollen. Und ich würde nach wie vor die Frage stellen, und ich habe es mir auch persönlich nicht leicht gemacht, wir haben im vergangenen Juni in der Parlamentarischen Versammlung ja darüber gesprochen, ob die russische Delegation mit allen Rechten, Pflichten wieder zurück in die Parlamentarische Versammlung aufgenommen wurde, was damals als Reaktion ja auf die Krim-Annexion ausgesetzt war. Und ich war mit meinem Kollegen aus der FDP in der deutschen Delegation die Einzige, die dagegen gestimmt hat. Und zwar nicht leichtfertig, weil uns natürlich irgendwie bewusst war, dass das bedeuten würde, dass die russische Bevölkerung nicht vor den EGMR ziehen könnte. Wenn man aber sich dann die Realität anschaut und sieht, dass es auch jetzt schon auch jetzt als die russische Delegation am Ende wieder dabei war, immer noch nicht wirklich die Möglichkeit einer tatsächlichen Rechtsprechung für diese Urteile, die dann sogar positiv beschieden werden, gibt, dann würde ich eher dafür plädieren, und Minister Maas sprach vorhin das Sanktionsregime an, was jetzt in dieser Woche im EU-Ministerrat verabschiedet werden soll, dass man mit Sanktionen arbeitet, mit direkten Sanktionen. Und dass, wenn wir feststellen, dass einzelne Personen in einer Delegation in den Europarat trotzdem nach Straßburg einreisen dürfen, obwohl sie theoretisch auf einer Liste stehen, die sie an der Einreise nach Europa hindert, um eben nicht in Paris, sondern dann vielleicht in Straßburg shoppen zu gehen, sage ich mal ganz platt, dann sollte man überlegen, ob man das auch dort durchsetzt. Die Frage, die man da natürlich mit verbinden muss, und das ist vielleicht mein letzter Punkt jetzt auch: Wie werden wir denn zukünftig solche Sanktionen beschließen? Tun wir das im Konsens, so wie das auch im Ministerrat und in vielen Gremien ja der Fall ist? Dann wird das wahrscheinlich auch zukünftig schwierig sein, tatsächlich Konsequenzen zu erwirken. Oder entscheiden wir uns, dass das mit qualifizierter Mehrheit, also immer noch demokratisch, aber mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird, was deutlich agiler und schneller und am Ende auch effektiver wäre. Also ich würde dafür plädieren, mehr tatsächlich auch Konsequenzen, die bei denjenigen spürbar sind, zu treffen, weil wir am Ende des Tages sonst in eine ganz schwierige Situation bekommen, zu rechtfertigen, warum es eigentlich noch geboten ist, sich an multilaterale Abkommen zu halten. Können Sie mal ganz konkret sagen, was eine spürbare Konsequenz wäre? Also eine Form von Strafzahlung, schwebt Ihnen das vor? Also Strafzahlungen gibt es ja theoretisch jetzt, da bin ich keine Expertin, wie die tatsächlich auch von den Ländern dann durchgesetzt werden, wenn der EGMR feststellt, es muss Entschädigung geleistet werden. Aber spürbare Konsequenzen sind am Ende diejenigen, die Einzelpersonen treffen. Und wenn ich dann einen Herrn Slutsky oder einen Herrn Kalaschnikow aus der russischen Delegation im Europarat sehe, dann sind das Menschen, die definitiv auf eigentlich eine Sanktionsliste gehören, mit Einreiseverboten belegt werden könnten und mit dem Einfrieren von Vermögenswerten, die sie möglicherweise im Ausland haben. Das haben die meisten dieser Personen.
Und wenn man dann sieht, das wird alles unter dieser Debatte Magnitsky Act diskutiert, und Russland ist eines der Länder, die massiv Respekt vor dieser Art von Sanktionsmaßnahme haben, weil sie eben nicht die Bevölkerung treffen, die am Ende unverschuldet in diese gesamte Sache mit reingezogen wird, sondern diejenigen, die am Ende tatsächlich dafür verantwortlich sind. Vielen Dank, Frau Jensen. Jetzt reden wir schon über Sanktionen. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurücktreten, Frau Kurkot, und Sie fragen, als Völkerrechtlerin, das Völkerrecht, wir haben ja im Völkerrecht keine Gerichtsvollzieher, ja, das Völkerrecht beruht eigentlich auf gegenseitiger Akzeptanz und auf diesem Prinzip Naming und Shaming. Also es hat eine abschreckende Wirkung, wenn ein Staat von einem internationalen Gerichtshof, welchem auch immer, verurteilt wurde. Und man hat eben in der Vergangenheit, das Prinzip beruht natürlich darauf, dass man davon ausgeht, dass die Staaten sich dann auch daran halten. Jetzt sehen wir, ich habe die Zahlen vorhin genannt, in hohem Maße tun sie das nicht. Und wir sehen aber auch, dass innenpolitisch, wenn sich eine Regierung nicht daran hält, dass das auch innenpolitisch jetzt in Russland etwa oder in der Türkei nicht zu einer Aufregung führt, sondern dass es vielleicht innenpolitisch sogar so gefordert ist, weil man eben mit großer Skepsis auf vermeintliche Einflussnahme auf das eigene Land schaut und eine Angst um die eigene Souveränität hat. Das ist doch ein echtes Dilemma, oder? Wie haben Sie, fällt Ihnen da ein Ausweg ein? Ich denke, die Lösung könnte sein, die Einführung einer European Commission for the Promotion and Protection of Human Rights. Also Promotion umfasst all das, was Herr Muschnik vorhin aufgezählt hat. Es reicht nicht, ein Urteil zu haben, sondern man braucht diese Kultur, und dazu gehören die NGOs, eine Zusammenarbeit mit den NGOs, dazu gehören die Medien, dazu gehört die Erziehung, und dazu gehört es nach wie vor, die Bevölkerung, was auch Herr Muschnik gesagt hat, ein Home, eine Heimat hat und weiß, es gibt doch noch eine andere Instanz, es gibt irgendwelche Leute, an die wir uns wenden können. Wir sind hier nicht total isoliert mit unserem Gedanken, dass uns irgendwo Unrecht getan hat. Denn wenn man dieses Gefühl verliert und denkt, ich bin vielleicht wirr im Kopf, alle anderen sind ja gegen mich und anscheinend habe nur ich Pech, dann wird es immer schlimmer. Und deshalb denke ich eben, dass dieses Modell, und da komme ich wieder zurück, dass mich das so gefreut hat, dass Frau Jensen von Rechtsvergleichung spricht, dass man sich da inspirieren lässt an den frühen Jahren der Inter-American Commission of Human Rights. Und dann hat man diese Delegationen, die ins Land gehen, und es beeinträchtigt den Souveränitätsgedanken nicht so sehr. Ja, die Inter-American Commission, die geht da rein, baut ihr kleines Büro auf und die Menschen können kommen. Und es wird auch kein Urteil, was dann beansprucht, höher zu sein als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts oder des eigenen Landes. Es ist milder vom Souveränitätseingriff. Und die Interamerikanische Kommission musste wirklich auch diesen Drahtseilakt immer vollziehen. Und deshalb waren in der Kommission selber tatsächlich auch Diplomaten zum Teil. Ja. Man braucht auch wirklich Persönlichkeiten, denn Russland oder die Länder können auch sagen, wir lassen euch einfach nicht rein. Ja. Also man muss wirklich sehr, sehr geschickt sein, einerseits die Menschenrechte nicht verraten, andererseits die Kooperation, ja, man braucht die Kooperation, man ist darauf angewiesen, so in gewisser Weise Low Profile operieren. Und diese Leute waren auch mutig. Ja? Wenn man als Menschenrechtsschützer in so ein Land geht, dann kann einem theoretisch auch was passieren. Ja? Also in Kolumbien war es, hat man ja zum Beispiel mal das gesamte oberste Gericht in die Luft gesprengt und alle Richter getötet. Solche Verhältnisse waren das dort. Ja. Ja, aber man braucht die Kooperation der Regierung. Man braucht natürlich auch die Regierung, die ihrerseits keine Propaganda machen, sage ich mal jetzt so ungeschützt, gegen die Konvention, gegen die Rechtsprechung des EGMR. Und Herr Muschnik, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Großbritannien, aber das ist auch in anderen Ländern zu beobachten, war immer wieder von einem Missbrauch der Konvention die Rede. Also der Vorwurf lautet, wir sind überhaupt nicht gegen die EMRK und gegen den EGMR. Wir meinen einfach nur, dass der EGMR und die EMRK, dass die EMRK viel zu weit ausgelegt wird, dass der EGMR seine Kompetenzen überschreitet und in Bereiche inzwischen reinregiert, bei denen er überhaupt nichts zu sagen haben sollte.
Wie beurteilen Sie das? Ist da vielleicht auch was dran? I don't think there's a lot of truth in it. Ja, ich glaube nicht, dass viel dran ist. Es gibt viele Kritiker der Konvention. Viele wollen, dass die Konvention aufhört zu existieren und schon seit 50, 70 Jahren. Sie wollen, dass die Konvention sich nicht entwickelt und sich nicht entwickelt hätte. Ja, also angesichts des jüngsten sozialen Kontexts gibt es natürlich Entwicklungen. Das, was vor 50 Jahren akzeptabel war, ist heutzutage nicht mehr akzeptabel. Und deswegen gibt es da eine bestimmte Unbeliebtheit bei den Regierungen. Herr Eike hat da einen Artikel geschrieben über das Recht auf Privatsphäre und Familie. Artikel 8 wurde schon verwendet, um die Familienzusammenführung zu begründen. Das beeinträchtigt die Migrationspolitik vieler Regierungen. Dieser Artikel wurde auch zitiert, um Abschiebungen zu finden in Fällen, wo Familienverhältnisse schon gegründet worden sind. Die Regierung wollen zum Beispiel die Leute abschieben bzw. ausliefern, weil sie mutmaßlich Terroristen sind oder eine Bedrohung darstellen für die nationale Sicherheit. Viele wollen Artikel 8 nicht zu akzeptieren, weil diese auch herangezogen wurde, um stabile gleichgeschäftliche Partnerschaften rechtfertigen. Aber wie sieht es mit Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 3, Recht auf Leben, aus? Wie würden diese Artikel zitiert werden in den Umweltfällen, nicht nur international, sondern auch auf nationaler Ebene? Inwiefern sind Menschen bedroht von CO2-Emissionen? Wir haben sogar Fallbeispiele jetzt auf internationaler Ebene. Die Staaten wurden schon um Stellungnahme gebeten. Hier ist ein Fall anhängig in Straßburg. Also die Konvention entwickelt sich auch mit der Zeit. Und das macht der Gerichtshof und die Staaten muss ihren Verpflichtungen hier nachkommen. Diese Idee der nicht gewählten Richter ist natürlich absurd. Die Richter werden ja gewählt und die Richter sind sogar gewählter, könnte man so sagen, als die nationalen Richter. Viele Richter werden sogar abgelehnt, und zwar dafür, dass sie der Regierung zu nahe stehen, etc. Also diese Idee, dass die Richter nicht gewählt sind, ist einfach ein Vorwand dafür, den Pflicht nicht nachzukommen. Ähnliche Frage. Also überspannt der EGMR seine Zuständigkeit? Und da möchte ich Ihnen einen Satz vorlesen, den die ehemalige deutsche Richterin Renate Jäger, die bis 2011 am Gerichtshof war, in einem Interview gesagt hat vor 3-4 Jahren, sagte sie: Jede einfache Rechtswidrigkeit wird neuerdings als Menschenrechtsverletzung bezeichnet. Der EGMR verliert die Unterstützung der nationalen Regierung und Gerichte, wenn dort das Gefühl entsteht, es Straßburg gar nicht recht machen zu können. Das würde den Gerichtshof ruinieren. Wie sehen Sie das? Auch da kann ich noch mal erstmal einen Schritt zurück machen, bevor ich auf Frau Jägers Zitat zurückkomme. Und zwar zu der Thematik mit den Urteilen und der Umsetzung der Urteile. Wir sind natürlich als Gerichtshof, und das war eine politische Wahl, sind wir nur ein Teil eines größeren Systems. In unserem System, anders als im interamerikanischen System, sind wir für die Umsetzung der Urteile nicht zuständig, sondern es ist das Ministerkomitee. Und wir hatten ja auch eine Kommission und die ist abgeschafft worden. Das sind alles politische Entscheidungen, die getroffen worden sind, politische Wahlen, die Europa getroffen hat, mit denen wir leben müssen. Und auch da denke ich mal, bei der Umsetzung ist es wichtig, darauf zu achten, dass bei vielen Urteilen Teile des Urteils umgesetzt sind. Wie Herr Musnick ja auch gesagt hat in seiner Einführung, Schadensersatz wird häufig gezahlt. In den meisten Fällen wird Schadensersatz gezahlt, weil im Grunde die monetäre Wiedergutmachung der einfache Teil einer Umsetzung des Urteils ist. Es sind die allgemeinen Maßnahmen, die getroffen werden müssen und in manchen Einzelfällen auch die Einzelmaßnahmen, die das schwierigere Problem sind. Und wir, anders als der Interamerikanische Gerichtshof, beaufsichtigen das halt nicht.
um über das um zu Frau Jäger zurückzukommen, Herr Musiak hat recht, Artikel 8 ist einer der Anschlusspunkte, an dem sich viele Politiker in den unterschiedlichsten Ländern für die unterschiedlichsten Gründe stoßen. Und es gibt auch viele Klagen, die wahrscheinlich in die Kategorie fallen, die Frau Jäger angesprochen hat in ihrem Zitat. Aber auch da wieder unser System, meine ich, ist heutzutage so robust und der Dialog mit den nationalen Gerichten und auch mit dem EuGH so robust, dass wir im Grunde durch unsere Arbeit die Fälle, die halt normale Rechtsverstöße sind und vielleicht keine Menschenrechtsverstöße, auch nicht als solche behandeln und in anderen, in vielen Fällen, das in einem sehr sorgfältigen Dialog mit den nationalen Gerichten dann auch zu unserer Urteilsfindung kommen, häufig heutzutage auch auf prozessualer, als ein prozessualer Verstoß, wo es uns dann im Grunde darum geht, dass die nationalen, das nationale System, die nationalen Gerichte das Problem nicht so beleuchtet haben, wie wir das gemacht hätten oder wie wir das von ihnen erwarten, ohne dass wir es für uns in Anspruch nehmen, dass wir die Entscheidung selber treffen könnten, weil wir als Gericht durchaus auch anerkennen, dass man da zu einem unterschiedlichen Endergebnis kommen kann bei den Einzelfällen. Und das gilt bei Artikel 8 ganz besonders, aber auch bei anderen Artikeln, besonders bei denen, die halt qualifiziert sind, wo es um eine Abwägung der Rechte des Einzelnen und des öffentlichen Interesses geht, die dann im Absatz 2 der meisten Artikel zwischen 8 und 11 ja verankert ist. Darf ich Sie mal fragen, führen Sie in Straßburg mit Ihren Kollegen solche Diskussionen? Also treten Sie manchmal, beobachten Sie sich manchmal selbst und fragen sich, wie weit müssen wir eigentlich aufpassen, dass wir nicht die Bevölkerung verlieren, dass wir nicht die Staaten überfordern? Oder sagen Sie, nein, wir legen einfach nur die Konvention aus, wie wir das immer schon getan haben? Also wie viel Politik ist eigentlich in Ihrer Rechtsprechung? Also wenn es um die Verhandlungen der einzelnen Fälle geht, dann geht es um die Anwendung der Konvention, wie wir sie immer angelegt haben. Da gibt es, glaube ich, keine Frage. Aber natürlich gibt es auch von den Einzelfällen und von den Verhandlungen weg Diskussionen in der Richterschaft, sowohl intern wie auch in unseren Austauschen, informell und formellen Austauschen mit dem EuGH und mit den nationalen Gerichten, dem Bundesverfassungsgericht, dem Supreme Court im Vereinigten Königreich und anderen Obergerichten, mit denen wir aktiv und rege Austausche pflegen. Natürlich gibt es da auch Diskussionen einer breiteren Debatte. Aber wenn es darum geht, und da auch wieder, wir sind ein Gericht, das mit Einzelfällen beauftragt ist. Der einzelne Fall, der uns vorliegt, auf den gilt es, das Recht anzuwenden. Und da finden diese Diskussionen in dem Sinne nicht statt, sondern es geht darum, die Konvention auf den Einzelfall anzuwenden, auf eine Art, die die Rechtssicherheit und den Rechtsstaat halt auch fördert. Okay, bevor ich gleich über den Klimawandel sprechen möchte mit Frau Jensen, möchte ich das Publikum noch mal darauf hinweisen, was Sie ja schon von heute Vormittag sicher wissen, dass Sie gerne sich beteiligen können mit Ihren Fragen und auch mit Kommentaren natürlich in dem Chat. Wir haben so ungefähr in 10 Minuten, Viertelstunde nehmen wir Ihre Fragen und diskutieren die hier bei uns auf dem Panel. Eine Frage haben wir schon. Zögern Sie nicht, sich aktiv zu beteiligen. Wir wollen auch in diesen Zeiten so viel Interaktion wie möglich herstellen. Vielen Dank. Frau Jensen, jetzt geht es um die Klimaklage, die vor einigen Tagen ja angenommen wurde vom EGMR. 6 Kinder und Jugendliche aus Portugal werfen 33 europäischen Staaten vor, die Klimakrise verschärft zu haben und die Zukunft ihrer Generation zu gefährden. Wie schauen Sie auf diese Klage? Würden Sie sagen, das geht jetzt aber wirklich zu weit, wenn der EGMR jetzt die Klimapolitik der Staaten macht oder jedenfalls in Grenzen aufzeigt? Wie sehen Sie das? Also ich ganz persönlich muss sagen, ich finde, es geht nicht so weit, wenn der EGMR
ein berechtigtes Anliegen der nächsten Generation behandelt und am Ende zu einem Urteil kommt. Denn am Ende des Tages sehen wir ja, welche Auswirkungen bestimmte Veränderungen, die man vielleicht so zur Zeit der Aufsetzung der EMRK noch nicht unbedingt absehen konnte. Das ist der Bereich Klimaschutz und Klimawandel. Das ist aber auch der Bereich Digitalisierung. Und ich finde es richtig, dass, und das sagten ja die beiden Herren vorher auch, dass der EGMR und ein Stück weit eben die EMRK auch die Aufgabe hat, immer neu zu überprüft und zu interpretiert werden. Und das würde ich im Klimafall so auch unterschreiben, dass am Ende des Tages es eine Frage von der Durchsetzung und von der Möglichkeit, Menschenrechte geltend zu machen ist, ob Staaten sich weltweit, natürlich vielleicht dann nicht nur diese angesprochenen 33, glaube ich, Länder waren es, Deutschland und weitere 32, damit befassen, sondern natürlich die Weltgemeinschaft. Aber es hat auch ein Stück weit eine Symbolwirkung, wie die Gesellschaft darüber diskutiert. Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich eben auch die junge Generation ihrer Rechte bewusst ist und sie auch am Ende des Tages nutzt. Und deswegen würde ich, also ich weiß jetzt ja natürlich nicht genau, wie Deutschland beispielsweise gedenkt, am Ende damit umzugehen und zu verfahren. Dafür ist vielleicht auch der Stand noch zu aktuell. Aber es ist ein Zeichen und auch ein entscheidender Symbolwert, den wir uns hier auch in der politischen Diskussion noch mehr annehmen müssen. Für den Klimabereich, aber ich würde vielleicht auch den Bereich Digitales dort noch mit reinzählen. Herr Eike, wir wollen Sie natürlich nicht befangen machen und deswegen möchte ich Sie hier nicht zu Aussagen über einen anhängigen Fall zwingen. Aber vielleicht können Sie ein bisschen allgemeiner sagen, wo sehen Sie die Rolle des EGMR beim Klimaschutz und bei diesen Zukunftsthemen? Inwiefern ist die EMRK da ein atmendes Gebilde, das flexibel genug ist, um auf diese Herausforderungen, wie Frau Jensen gerade sagte, zu reagieren? Wie Sie gerade schon sagten, ich werde mich also nicht auf den Einzelfall beziehen, dadurch, dass ich halt da bei uns gerade anhängig ist. Aber es ist, denke ich mal, es ist nicht überraschend, dass so Fälle zu uns kommen und dass dieser Fall jetzt zu uns gekommen ist. Das, denke ich mal, sieht man auch dadurch, dass das ja nun in Europa und weltweit ein Thema ist, das durch die Gerichte geht. Wir haben in den Niederlanden den Supreme Court in Urgenda gehabt. Wir haben, das ist in Irland verhandelt, wurde in Irland verhandelt vom Supreme Court. Es wurde in Frankreich vor dem Conseil d'État verhandelt. Es ist also ein Thema, das aktuell ist und das sehe ich durchaus auch. Dementsprechend nicht überraschend, dass es zu uns gekommen ist. Sie haben gesagt, der Fall ist angenommen worden. Da denke ich, sollte man vorsichtig mit sein. Das habe ich auch in der Presse gesehen. Der Fall ist an die Staaten kommuniziert worden. Das heißt, er erfüllt die formalen Voraussetzungen, aber es ist noch keine Entscheidung über die Zulässigkeit getroffen worden. Und das wird sich zeigen. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die in dieser Thematik mit der wir uns auseinandersetzen werden müssen. Und auch da sieht man wieder, wie die obersten Gerichte in den verschiedenen Mitgliedstaaten Europas das ganz anders handhaben, die Zulässigkeit von so Klagen. Und auch da wieder, man muss es sehen, es ist das Instrument, die Europäische Menschenrechtskonvention ist in dem Sinne ein altmodischer Menschenrechtsvertrag, der in den 50er Jahren entworfen wurde und seit, ich möchte fast sagen, Jahrzehnten wird im Europarat darüber diskutiert, ob die Konvention ein Protokoll braucht. Und die Parlamentarische Versammlung hat schon mehrfach angeregt, dass es doch bitte, dass man doch vielleicht daran arbeiten sollte, ein Protokoll über Umweltschutzrechte an die Konvention anzuheften. Das hat das Ministerkomitee regelmäßig abgelehnt mit der Aussage, dass die Konvention, soweit das angebracht ist, die Rechte ja schon schützt, wenn ich das richtig verstehe. Insofern ist auch auf politischer Ebene da zu sehen, dass da eine gewisse Spannung besteht. Zwischen dem, wie weit der Gerichtshof in diesem Bereich gehen kann und wie weit das wirklich dann der Schritt zu weit wäre. Und auch da wieder, Living Instrument ist erwähnt worden, ist natürlich dann auch die Frage, man guckt auf europäischen Konsens, man guckt, wie sind die Entwicklungen in Europa. Und die Tatsache, dass die obersten Gerichte der unterschiedlichen Mitgliedstaaten das noch auch ganz unterschiedlich entscheiden und diese Klagen auch ganz unterschiedlich willkommen oder auch nicht willkommen heißen,
zeigt halt auch, dass selbst auf der nationalen Ebene, auf der Ebene der Nationalstaaten in dieser Thematik noch das noch was ist, wo Europa noch mit sich ringt. Und in die Debatte wird dieser Fall fallen und damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Da ist dann noch eine andere Sache und die ist, denke ich mal, interessant zu beobachten. Und das ist auch da wieder mit der Glaubwürdigkeit des Gesetzes und der Umsetzung eines Urteils. Und da muss man sich, denke ich, mal die Frage stellen, gehen wir mal davon aus, dass dieser Fall erfolgreich wäre, wie der Urgenda-Fall erfolgreich ist. Wie wird denn das dann umgesetzt? Und da muss man nur gucken, es hat ich glaube, von einem Verwaltungsgericht oder Oberverwaltungsgericht in Deutschland eine Vorlage beim EuGH gegeben mit der Frage, können wir Mitglieder der Exekutive inhaftieren, weil sie Klimaschutzanordnungen nicht umsetzen? Der EuGH hat das auf seine Art beantwortet, aber es zeigt halt auch, dass eine Umsetzung dieser Urteile nicht unproblematisch ist. Und ein Mangel an Umsetzung die Frage an die Glaubwürdigkeit des Systems natürlich auch wieder stellt. Ja, Sie haben es angesprochen, die Klimapolitik ist ein natürlich hochpolitischer Bereich. Das haben wir in Deutschland gesehen in den vergangenen Jahren, die Diskussionen darum, die erhitzten Diskussionen auch in unseren europäischen Nachbarländern weltweit. Das ist ja im Menschenrechtsbereich nicht ungewöhnlich, dass politische Fragen an die Gerichte herangetragen werden. Frau Kuckert, auch am EuGH kennen Sie das, dass politische Streitigkeiten, deren Kern eigentlich kein rechtlicher ist, sondern erstmal ein politischer, den EuGH treffen. Damit meine ich jetzt nicht nur Bereiche wie Klimaschutz, also Themen, die politisch sind, sondern es gibt ja auch zwischenstaatliche Konflikte, die vor die Gerichte getragen werden, wo man also entweder eine Vorschrift im Vertrag findet oder beim EGMR ein Menschenrecht findet, auf das man sich stützt, um so eine Klageberechtigung zu bekommen. Mir fallen da etwa ein die Fälle, die beim EGMR, also Ukraine-Russland, der Konflikt ist beim EGMR anhängig. Sie haben aber zum Beispiel auch Slowenien-Kroatien bei sich am EuGH oder Türkei-Zypern solche Fälle. Wie viel Zurückhaltung muss sich ein Gericht auferlegen und wie viel kann es sich eigentlich einmischen in das politische Feld? Diese Fälle kommen bei uns nicht so oft vor. Sie spielen keine so große Rolle letztlich und kommen mitunter auch in einem recht technischen Gewand, ja, die Zypern-Fälle etwa. Und als Sie angefangen haben zu sprechen, politische Fälle vom EuGH, habe ich eigentlich eher an solche Fragen gedacht, wie weit kann ein Gericht gehen und an Bundesverfassungsgericht und EZB. Daran muss ich eigentlich mehr denken. Noch sprechen, ja. Ja, und also ich glaube, diese zwischenstaatlichen Fälle, die prägen nicht unsere Tätigkeit. Ja, die sind tatsächlich meistens eher low profile. Ja. Ich denke eher, die Frage ist, wie weit der EuGH etwa in solchen Dingen wie Drittwirkung oder Religionsfreiheit, gegenseitige Anerkennung da geht. Das sind Dinge, die eigentlich in der Gesellschaft kräftig diskutiert werden. Und möchte auch noch mal darauf zurückkommen. Wir haben gesagt, es fehlt an einer Menschenrechtskultur. Wir haben Probleme, die Urteile werden nicht umgesetzt und dann wird von der Türkei gesprochen und im nächsten Satz von Großbritannien. Und das finde ich nicht so ganz richtig, weil es zwei unterschiedliche Aspekte gibt. Es gibt Willkürregime, denen passt es überhaupt nicht, wenn jemand irgendwie reinredet und die halten sich im Zweifel auch nicht an ihre eigenen Gerichte oder die eigenen Gerichte sind nicht unabhängig. Ja? Das geht eben überhaupt nicht und ich glaube, in Großbritannien ist es ein anderes Problem, was auch sehr schwierig ist, ja, aber doch ein bisschen anders gelagert und nicht von vornherein. Also es gibt darin nachvollziehbare Elemente. Es geht nämlich darum, wer darf was bestimmen, ja. Was ist auf europäischer, auf Unionsebene, auf EMRK-Ebene zu bestimmen, was in Großbritannien, das ist die Gewaltenteilung zwischen dem Nationalstaat und den internationalen Organisationen auf der einen Seite, aber auch die Frage, was darf denn ein Parlament bestimmen und was machen die Gerichte? Und da ist eine gewisse Brücke zu dieser Klimadiskussion. Ja, es gibt ja häufig komplexe Abwägungen und es ist die Frage, soll das Gericht sagen, das ist einfach so
Oder soll das im demokratischen Prozess heiß diskutiert werden? Denn wenn Gerichte solche schwierigen Abwägungsfragen ein für alle Mal entscheiden, dann ist auch die Diskussion tot. Ja, dann ist es fertig. Das waren jetzt ganz viele Aspekte. Ich nehme mal einen auf. Sie haben gesagt, man kann jetzt Türkei, Russland, Großbritannien nicht in einer Reihe nennen. Ist sicherlich richtig, dass, und so, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, es gibt unterschiedliche Menschenrechtsniveaus innerhalb der Konventionsstaaten und unterschiedliche, auch in der EU sehen wir das ja, unterschiedliche Probleme in puncto Unabhängigkeit der Justiz, Einhaltung der Menschenrechte. Trotzdem, und Herr Eike, das wollte ich Sie jetzt mal fragen, gibt es ja auch in Großbritannien immer mal wieder Fälle, wo es mit der Umsetzung schwierig ist? Zum Beispiel mir fiel ein der Fall Hearst, also Gefangenenwahlrecht, das ja, glaube ich, die britische Politik viele Jahre beschäftigt hat, wo es jetzt am Ende dann zu einer Lösung gekommen ist. Aus Sicht des Gerichtshofs ist es doch sicherlich so, dass man nicht bei Ländern, wo man sagt, naja, im Prinzip ist da aber die Lage besser und wir haben keine gravierenden Menschenrechtsprobleme, würden Sie doch trotzdem wahrscheinlich sagen, man muss mit derselben Konsequenz auf der Einhaltung der Urteile bestehen wie in allen anderen Ländern, oder? Natürlich ist die Verpflichtung, die Urteile umzusetzen aus Artikel 46 der Konvention, gilt für alle Staaten gleichmäßig. Aber ich denke mal, die Umsetzung von Urteilen ist ein gutes Beispiel für den Punkt, den Frau Kokot gerade gemacht hat. Was die Umsetzung von Urteilen betrifft, sind Türkei und Russland und das Vereinigte Königreich wirklich nicht zu vergleichen, weil das Vereinigte Königreich hat eine der besten Track Records, was die Umsetzung von Urteilen betrifft. Hearst war ein problematisches Urteil für die britische Regierung, ist im Endeffekt umgesetzt zur Friedenheit des Ministerkomitees. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das Problem potenziell noch nicht ausgestanden ist, aber es ist halt, es gibt zwei Fallgruppen, da gehört Hearst nicht zu, die noch anhängen beim Ministerkomitee in der Umsetzung. Das ist nicht zu vergleichen mit der Großzahl der anderen Mitgliedstaaten, geschweige denn der Türkei und Russland. Aber das Prinzip gilt natürlich, klar, Artikel 46 findet auf alle Staaten, alle Mitgliedstaaten gleichmäßig Anwendung und wird so auch vermutlich vom Ministerkomitee in der Umsetzung der Urteile angesetzt. Ja, aber nur noch mal, um das hinzuzufügen, natürlich gibt es Staaten, wo der EGMR, und so fing ja unsere Diskussion auch an, die große Hoffnung ist, weil es eine unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit im eigenen Land überhaupt nicht gibt, auf die irgendwie die Regierung kontrollieren würde oder Ähnliches, auf die man sich als Bürger berufen kann. Und in solchen Staaten ist natürlich auch die Bedeutung des EGMR für den Menschenrechtsschutz in diesen Ländern sehr viel wichtiger. Ich wollte trotzdem noch mal die Frage der zwischenstaatlichen Konflikte aufnehmen. Herr Muschnik, vielleicht haben Sie ja eine Meinung dazu. Welche Rolle sollten Gerichte spielen in zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen? Würden Sie erwarten, dass ein Gericht sich in primär politischen Fragen zurückhält? Oder wie sehen Sie das? Well, I think the key here is not what the court does, but what Ja, ich denke, die Frage ist nicht so sehr, was die Gerichte tun, sondern was die einzelnen Menschen tun. Sie wollen ihr Recht geltend machen. Sie wollen, dass ihre Rechte nicht verletzt werden. Und ich denke, der EGMR war da noch nicht herausragend erfolgreich. Auch das Ministerkomitee hat im jährlichen Bericht für 2019 festgehalten, dass 2019 kaum Fortschritte bei der Umsetzung solcher Fälle erreicht wurden. Aber ich denke, was wichtig ist, ist, dass Menschen, deren Rechte verletzt wurden, dass ihr Fall gehört wird, egal was zwischen den Regierungen vor sich geht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Staaten den internationalen Beobachtern Zugang gewähren zu diesen Orten, sodass Menschenrechtsverletzungen auch wirklich untersucht werden können, ohne dass Beweise verloren gehen. Manche Teilnehmerstaaten möchten natürlich
die Informationen begrenzen, auf die der Gerichtshof Zugriff hat. Und diese Staaten sehen es gerne, dass der Gericht sich nur auf staatliche eigene Informationen berufen kann. Aber das ist ja nur ein sehr kleiner Teil des Gesamtbildes. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Nichtregierungsorganisationen Zugang haben, dass sie Informationen liefern können, die auch beachtet werden im Prozess. Und das ist wirklich ein sehr aktuelles Thema, denn erst heute hat Amnesty International eine Mission ausgeführt in Armenien und Aserbaidschan, wo die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen dokumentiert wurden, schlimme Völkerrechtsverletzungen vor dem Hintergrund des Konfliktes dort, Enthauptungen, Folter, Tötung von Kriegsgefangenen. Und ich denke, diese Fälle werden dann auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen. Und da wird es natürlich auch viel Frustration geben, weil der Gerichtshof mit solchen Konflikten nicht vollständig umgehen kann. Wir können Konflikte zwischen Staaten eben nicht lösen. Jetzt möchte ich noch in unserem letzten Teil auf die institutionellen Fragen eingehen. Und passend dazu haben wir eine Frage aus dem Publikum, die ich Ihnen jetzt vorlese. Da geht es um den Beitritt der EU zur EMRK. Für alle, die das vielleicht nicht so wissen, es ist in den europäischen Verträgen angelegt, dass die EU der EMRK beitreten soll. Es wurde auch ein Beitrittsabkommen erarbeitet, das dem EuGH vorgelegt wurde mit der Bitte oder das darüber votieren musste. Und das Votum fiel negativ aus. Der EuGH kam 2014 zum Ergebnis, dass es so jedenfalls nicht geht, worauf erstmal in Brüssel und in Straßburg bei denen, die dieses Beitrittsabkommen erarbeitet haben, große Frustration sich breit machte und, wie Bundesminister Maas vorhin sagte, nun aber die Arbeiten wieder aufgenommen wurden, um das Ganze am Ende doch noch zum Erfolg zu führen. Also die Frage ist, ich lese sie erstmal in Englisch vor und übersetze sie dann. Es geht darum, unsere Zuschauerin bittet, ein Statement zu kommentieren, vom Steering Committee for Human Rights. Und dieses Statement lautet, in case of non-accession by the EU to the ECHR. Im Falle eines Nichtbeitritts der EU zur Konvention gibt es das wirkliche Risiko, dass die Rechtssysteme der EU auseinanderdriften. Wenn der EMRK nicht beitritt, besteht hier ein reales Risiko, dass die beiden wichtigsten europäischen Rechtssysteme auseinanderdriften. Frau Kokott, Sie haben damals das Votum geschrieben als Generalanwältin waren als Generalanwältin mit diesem Fall befasst. Und Ihre Meinung war ja eine andere als die des Gerichtshofs. Sie haben gesagt, unter bestimmten Bedingungen ist der Beitrittsvertrag, der ausgehandelt wurde, mit europäischem Recht vereinbar. Dies nur vorab. Wie beantworten Sie die Frage unseres Zuschauers? Gibt es das Risiko, wenn der EuGH, wenn die EU nicht beitritt, dass wir zwei Rechtssysteme haben, die auseinanderdriften? Das Risiko besteht zum Glück nicht, weil der EuGH sich ja am EGMR orientiert und ihn ständig zitiert. Und wir uns bemühen, eine konsistente Rechtsprechung zu machen und miteinander diskutieren eigentlich und in Kontakt sind und die Rechtsprechung lesen. Dieses Risiko besteht letztlich zum Glück nicht. Ja, ja, vielleicht an Herrn Muzhniak die Frage, wie wichtig halten Sie denn den Beitritt der EU zur EMRK? Ja, ich denke, das könnte wichtig sein. Ich denke, der Schlüssel liegt darin, dass es einfach wichtig ist, dass Einzelne auf den Gerichtshof zurückgreifen können. Wenn die EU beitritt, dann wird der Prozess wahrscheinlich schwieriger, weil die Kläger Rechtshilfe brauchen. Aber ich denke, es gibt große Vorteile, potenzielle Vorteile. Das Risiko liegt darin, dass die EU vielleicht als privilegiert gesehen wird, eine privilegierte Rolle hat wegen des Europarates. Und das könnte das Verständnis oder den Eindruck der Unparteilichkeit untergraben. Und es gibt ja schon einige Länder, die den Gerichtshof deswegen angreifen,
Sie sagen dann, die EU redet groß über Menschenrechte und setzt die Urteile dann nicht um. Wir müssen dann wirklich ein vorbildlicher Bürger sein bei der Umsetzung der Urteile. Das Potenzial, worin liegt das Potenzial? Ich denke, die Rolle der EU wirkt sich ja auf das Alltagsleben aus. Und das hat auch Auswirkungen auf Menschenrechte. Ein Schlüsselbereich hier ist der Bereich der Migration. Da gibt es Frontex, die Europäische Grenzkontrollagentur, die sich schnell ausgeweitet hat und die Rolle eingenommen hat, die in vielen Ländern vom Grenzschutz übernommen worden war. Und das hat natürlich viele Risiken gebracht im Bereich der Menschenrechte. Pushbacks ist ein Thema, wo dann Flüchtlinge und Asylbewerber einfach zurückgeschoben werden. Wenn die EU dann beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention, dann können einzelne Opfer von Menschenrechtsverletzungen die EU und ihre Institutionen auch haftbar machen, zur Verantwortung ziehen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und deswegen glaube ich, es gibt tatsächlich einige Chancen. Es gibt aber auch Risiken. Insgesamt denke ich, könnte das aber ein sehr positiver Prozess sein, wenn die EU sich vorbildlich verhält. Ich sehe, hat gerade sehr engagiert genickt, als Sie gesprochen haben, Herr Muschnieks. Und deswegen möchte ich Ihnen das Wort geben, Frau Jensen. Aber angefügt noch die Frage, wenn Frontex sich nicht an europäisches Recht hält, wenn Frontex gegen die Menschenrechte verstößt, müsste das doch eigentlich auch schon der EuGH kontrollieren, der ja darüber wacht, dass europäisches Recht von europäischen Behörden eingehalten wird und eben auch die europäischen Grundrechte. Wofür also braucht es den EGMR? Also ich würde schon sagen, dass es zur Kohärenz beider Rechtssysteme beitragen würde, wenn die Europäische Union der EMRK beitreten würde. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Der Minister hat ja vorhin auch gesagt, dass es ein bisschen schleppend voranging. Ich glaube, der nächste Termin für die nächste Verhandlungsrunde ist im Februar geplant. Also auch durchaus noch im Rahmen der deutschen Präsidentschaft im Ministerkomitee eine Möglichkeit, auch da weiter zu gehen. Und quasi auf EU-Ebene die Ratspräsidentschaft zu nutzen und dann weiter im Ministerkomitee auf der anderen Ebene voranzugehen. Ihr Einwand stimmt natürlich. Andererseits muss man sagen, wenn man jetzt beispielsweise die griechischen Behörden mit der, um bei dem Beispiel Pushbacks zu bleiben, wenn man die griechischen Behörden mit dieser Tatsache und Belegen in Form von Videomaterial, Fotos, Aussagen von sowohl Betroffenen als auch eben Bürgerinnen und Bürgern von Lesbos beispielsweise konfrontiert, dann ist die einzige Antwort der griechischen Behörden, Pushbacks gibt es nicht. Und das reicht natürlich nicht aus. Und deswegen glaube ich, wäre es in so einer wichtigen Debatte auch Menschenrechte vor allen Dingen vor der europäischen Küste und im Grenzgebiet genauso durchsetzen zu können und aber auch die Möglichkeit zu eröffnen für die Menschen, die am Ende des Tages von einem Rechtssystem, was eigentlich funktionieren sollte, abhängig sind, auch die Möglichkeit zu geben, dort entsprechend ihr Recht geltend zu machen, weil sie sich zu dem Zeitpunkt eben auch auf europäischem Grund und Boden befunden haben. Ich glaube, das ist übrigens eines der Themen, was uns in den nächsten Monaten noch mehr beschäftigen wird und genau vor diesem Hintergrund eben Glaubwürdigkeit verleihen würde, wenn wir da nicht mit zweierlei Maß messen würden. Herr Eike, wie schaut man eigentlich in Straßburg auf diesen Beitritt? Frau Kokott hat ja vorhin erwähnt oder erklärt, inwiefern der EGMR immer wieder dem EuGH auch gesagt hat, dass, oder der EU gesagt hat, dass das, was wir als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bezeichnen und was ja in Teilen, so würde ich sagen, eine Fiktion ist, dass der EGMR darauf pocht, zu sagen, Moment mal, wir müssen uns aber die wahren Verhältnisse angucken und wenn die Gefängnisse in den Mitgliedstaaten so sind, wie sie sind, dann genügt das den menschenrechtlichen Voraussetzungen nicht. Also den EuGH da auch ein bisschen sozusagen in die beschränkt hat und auf die Durchsetzung der Menschenrechte tatsächlich gedrungen hat. Welche Rolle spielt in Ihren Augen, Frau Kokott hat gesagt, es gibt den Dialog sowieso und so weiter, wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist dennoch der Beitritt der EU? Also auch da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven. Für die Kohärenz des Menschenrechtsschutzes in Europa, für die Individuen,
wie Herr Musnik ja berechtigterweise immer wieder hervorhebt, ist es sicher sinnvoll und willkommen, wenn ein Beitritt stattfinden würde. Und das hat mein Gericht, der EGMR, auch gesagt in der ersten Runde der Verhandlungen in den Stellungnahmen. Und dass die Einstellung besteht, denke ich, auch weiter. Und Frontex und andere Agenturen der EU, die eigenständig tätig sind und dementsprechend potenziell nicht unbedingt direkt der Kontrolle der Mitgliedstaaten, unserer Mitgliedstaaten unterliegen, ist eine der Problematiken, wo das sicher sinnvoll ist. Auf der anderen Seite denke ich, hat Frau Kuckert recht, dass wir gezeigt haben nach dem Gutachten des EuGH, dass die ersten Beitrittsvertrag halt zurückgewiesen hat, dass ein automatisches und imminentes Auseinanderdriften nicht, die Gefahr besteht nicht, weil der EGMR immer wieder gesagt hat, für uns ist der Ansatzpunkt das Individuum und dementsprechend muss immer überprüft werden, ob die Rechte des Individuums gefährdet sind oder gefährdet wären, wenn eine bestimmte Aktion unternommen würde, selbst wenn sie im Rahmen des EU-Rechts unternommen würde. Und dementsprechend Mitgliedstaaten sich nicht auf EU-Recht berufen können, um sich ihren Verpflichtungen unter der Konvention zu entziehen. Die Sache, die Diskussion über so über die Geschichten, die man so liest, über Frontex und so, muss man gucken. Aber das ist natürlich dann auch, das wird dann schon eine ziemlich technische Debatte. Herr Musnik hat gesagt, über Legal Aid und Zugang zum Gericht und privilegierte Positionen ist sicher richtig. Aber um zu uns zu kommen, muss man den Rechtsweg, den nationalen oder den zugrunde liegenden Rechtsweg ausgeschöpft haben. Und da muss man natürlich dann auch fragen im EU-Recht, wo ist der Rechtsweg für eine Frontex-Aktion? Wenn der Rechtsweg zu den griechischen Gerichten ist, dann ist eine Klage bei uns gegen Griechenland anhängig und nicht gegen die EU. Wenn die Klagebefugnis zum EuGH direkt ist, und das ist traditionell eher ein sehr enger Zugangsweg, dann wäre der Beklagte nach Beitritt potenziell die EU. Insofern, wie groß das Potenzial ist für Fälle, die aktiv gegen die EU als Beklagten und nicht als interessierte Partei, sondern als Beklagten stattfinden werden, selbst wenn Beitritt stattfindet, denke ich, bleibt zu sehen. Und ich denke nicht, dass die Zahl besonders hoch wird. Und dementsprechend ist dann auch die Frage der Umsetzung, die Herr Musnik berechtigterweise angebracht hat, natürlich auch zu stellen. Die meiste Umsetzung von unseren Urteilen, auch heute schon, findet nicht direkt durch die EU statt, sondern durch die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Verpflichtungen und ihrer Möglichkeiten, die ihnen das EU-Recht gelassen hat. Es sind wenige Fälle, wo das EU-Recht so zwingend ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen unter der EMRK nicht umsetzen können, ohne dass es eine Änderung des EU-Rechts bräuchte. Und dementsprechend denke ich mal, ja, für die Kohärenz und für die Glaubwürdigkeit des Menschenrechtsschutzes in Europa sicher eine willkommene Entwicklung, wenn es stattfindet und eine vertragliche Lösung gefunden werden kann, die das ermöglicht. Aber die Gefahr, um auf die Frage zurückzukommen von unserer Zuschauerin, die Gefahr eines Auseinanderdriften imminent sehe ich auch nicht. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir eine Frage, die ist direkt an Frau Kuckert gestellt. Und die lautet, ich lese sie mal vor, Sie haben eine Europäische Kommission vorgeschlagen, unter anderem, weil sie mit einem weniger starken Souveränitätseingriff arbeiten könnte. Bezieht sich das auch auf die Kontrolle der Umsetzung von EGMR-Urteilen oder wäre es ein weiteres Instrument der Menschenrechtsarbeit? Beides, denn zu befördernden Menschenrechtskultur gehört ganz selbstverständlich auch die Umsetzung der EGMR-Urteile. Der Unterschied zwischen der Kommission und dem Gerichtshof ist, dass sie mit anderen Mitteln arbeitet. Der Gerichtshof ist rechtlich, er wendet das Recht an und spricht ein Urteil. Und danach ist es im Prinzip fertig, während die Kommission viel, viel breiter ist. Sie fördert, sie ermittelt auch die Fakten, bringt die Fakten ans Tageslicht. Wir haben vorhin
oder Herr Mischnick hat vorhin gesagt, er hat auf die wichtige Rolle der NGOs und Amnesty International bei der Faktenermittlung hat er hingewiesen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn der Europarat selbst auch Zugang zu den Fakten hat, eben durch diese Europäische Kommission. Und vielleicht ist es auch für manche Staaten, die gerade kritisch gegenüber NGOs sind, da noch ein bisschen peinlicher, einer Kommission, wo vielleicht sogar ein Diplomat drin ist, des Europarats den Zugang zu verwehren. Vielleicht kann man da mit der Presse mehr draus machen. Ja, einem angesehenen Diplomat, der darf jetzt nicht irgendein Gefängnis besuchen, da muss ja was schieflaufen. Und die Kommission kann, also die Interamerikanische Kommission, die verfasst dann Berichte, entweder thematische Berichte über verschwundene Personen oder Folter oder sie verfasst Länderberichte. Und kann so ganz gut die strukturellen Probleme aufweisen. Und diese Berichte werden dann in der Generalversammlung im Ministerrat diskutiert. Und dann kann man auch zur Verurteilung von Ländern kommen, wenn man die richtigen Mehrheiten findet. Und Frau Jensen hat vorhin die Frage gestellt, welche Mehrheiten da adäquat sind. Und das wäre dann wieder eine Aufgabe der Rechtsvergleichung. Ich habe leider vergessen, mit welcher. Das steht wahrscheinlich in meiner Dissertation drin, aber ich habe vergessen, welche Mehrheiten man in der Versammlung der OAS braucht, um einen Staat zu verurteilen. Es ist immer schwierig, den Staat zu verurteilen, aber es kann unter Umständen, hilft es schon, wenn es überhaupt zum Thema wird, was in bestimmten Ländern passiert, ja? Mhm. Und auf einer hochrangigen politischen Ebene zum Thema wird. Mhm. Vielen Dank. Frau Jensen, Sie haben ja, Sie sind die Politikerin hier in der Runde und haben sozusagen, auch wenn Sie derzeit in Berlin nicht regieren, dennoch als Ausschussvorsitzende Einfluss. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß? Halten Sie das für realistisch, dass erstmal in Deutschland und dann vielleicht auch auf Europaratsebene so eine Reform anzustrengen? Oder ist der EGMR oder die EMRK insgesamt schwierig zu reformieren aufgrund der Verhältnisse, die wir sehen? Also ich tue mich schwer mit einer Einschätzung da, weil ich nicht genau weiß am Ende des Tages, wie das auch in anderen Mitgliedstaaten diskutiert wird. Was man so insgesamt ja in der Debatte hört, vor allen Dingen in diesem Jahr, ist ja, dass es zunehmend wieder in Frage gestellt wird, wie hoch Menschenrechtsschutz gewertet werden soll und ob nicht andere Dinge wichtiger sind. Aus meiner Überzeugung und Feststellung bedingt sich gesellschaftliche und wirtschaftliche Freiheit, um jetzt mal auch in dieser ganzen Corona-Debatte darüber zu sprechen. Wenn ein wirtschaftlich prosperierender Staat verglichen wird mit einem wirtschaftlich sehr schwach aufgestellten Staat, dann ist es in wirtschaftlich stärkeren Staaten immer mehr möglich, Menschenrechte durchzusetzen. Und wir haben ja im Europarat und in der Parlamentarischen Versammlung beide Beispiele von Staaten. Und je weniger oder je repressiver ein Regime oder ein Staat ist, desto mehr wird eigentlich auf die Einhaltung von Menschenrechten auch aus der Bevölkerung abgestellt und hingewiesen. Und je satter wir sind, was wirtschaftliche Prosperität angeht, desto weniger fällt auch auf, wie gut wir eigentlich auch menschenrechtlich und mit dem Menschenrechtsschutz in einem Land aufgestellt sind. Und das sieht man auch hier in der Debatte in Deutschland. Und deswegen glaube ich, vor diesem Hintergrund fällt es politisch schon schwer, Reformen anzustrengen und die zu begründen, vor allen Dingen in dieser Zeit. Und am Ende des Tages müssen wir es ja quasi jetzt so nehmen, wie wir gerade Debatte führen. Und da merke ich schon, dass es uns als Menschenrechtlern hier im Bundestag zunehmend schwerer fällt, auch unseren Fuß in die Tür einer öffentlichen Debatte über zunehmenden Schutz von Menschenrechten, Reformen auf diesen Ebenen zu bekommen, auch entsprechende Gelder, weil am Ende des Tages ist eine Frage von Reformfähigkeit und Schutzdurchsetzung auch immer eine finanzielle Frage. Und das wird zunehmend schwieriger, aber ich glaube, dass man da auch gemeinschaftlich, und da sind wir wieder bei diesem Netzwerkgedanken, sich auch entsprechend austauschen muss mit Parlamentariern in den anderen Mitgliedstaaten, aber eben auch auf EU-Ebene und weltweit, um da an einem Strang zu ziehen. Das ist eine Aufgabe, die auch jetzt nicht in einer Legislatur oder in zwei geschafft wird. Umso wichtiger ist es eben, dass auch dieses Narrativ und dieses Umfeld von Menschenrechtsschutz irgendwie verankert bleibt. Und da kann Bildung natürlich helfen, da kann
die Öffentlichkeit helfen. Und das versuchen wir hier so gut es geht. Aber ich bin momentan nicht so zufrieden, um ehrlich zu sein. Das finde ich ja hochinteressant. Haben Sie mal mit vielleicht älteren Kollegen gesprochen, die Ihnen bestätigt haben, dass sich da was verändert hat in der deutschen Debatte? Das also, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie haben Schwierigkeiten, Fuß in die Tür zu kriegen, weil man sagt, ach, Menschenrechte gelten doch in Deutschland sowieso und das ist doch überhaupt gar kein Problem mehr. Die Probleme sind doch, wenn dann in anderen Ländern und hier trotz der Arbeit des Deutschen Instituts für Menschenrechte und der Berichte, die regelmäßig vorlegen, gerade vergangene Woche, wo ja immer wieder auch Missstände in Deutschland hingewiesen wurde bei der Einhaltung der Menschenrechte. Haben Sie den Eindruck, da hat sich was verändert? Also genau, Frau Kofler hat ja unsere Menschenrechtsbeauftragte oder die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat ja gerade heute den Bericht vorgestellt, den das Deutsche Institut für Menschenrechte entsprechend erarbeitet hat. Ich stelle schon fest in den Gesprächen mit auch lebenserfahrenen Kollegen, dass die Debatte ambitionierter geführt werden muss in dieser Zeit. Aber wer am Ende des Tages... Und deswegen sind wir natürlich auch ein Stück weit nur glaubwürdig, wenn wir auch als Bundesrepublik an uns arbeiten, an unserem Menschenrechtsschutz arbeiten, der möglicherweise überhaupt nicht vergleichbar ist in den Details, an denen wir uns dann vielleicht aufheben, als wenn wir jetzt uns mit Syrien vergleichen oder auch mit Ungarn oder Polen. Und dennoch hilft es ja in der Debatte auch zu zeigen, man ist nie fertig. Aber wenn man aufhört, besser zu werden, dann ist man halt irgendwann auch nicht mehr gut. Und dann und so ein Menschen- oder Menschenrechte und der Schutz, der muss ja auch über Generationen hinweg verteidigt werden. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe, wird sein, das in die nächste Generation zu übertragen. Und das meine ich tatsächlich jetzt nicht die vierte Generation Menschenrechte, die ja auch irgendwie abgeleitet werden kann von individuellen über kollektive Rechte und so, sondern tatsächlich in die nächste Generation Bürgerinnen und Bürger. Und da hoffe ich sehr, dass uns das gelingen wird. Ich bin da auch positiven Mutes, aber das bleibt eben ein hoher Einsatz, der da fähig und notwendig wird. Und da steht das DIMRE bei uns an der Seite, eben aber auch die verschiedenen Menschenrechtsmechanismen und Institutionen, die wir dafür haben. Aber es ist ein kontinuierliches Bekanntmachen, auch unter hier den Abgeordnetenkollegen, die ich so habe. Und das ist ja auch, da sage ich mal, das Wichtige am EGMR, der eben auch Deutschland, ja, wie wir alle wissen, mehrfach verurteilt hat. Also es gibt auch in Deutschland, und das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, ist man nicht auf der Insel der Seligen, wo alle Menschenrechte durchgehend eingehalten werden. Da kommt teilweise, finde ich, auch in der politischen Debatte manchmal eine Schieflage, wenn ich an diese TTIP-Diskussionen zum Beispiel denke, wo es immer hieß, um Gottes Willen, wir können das doch mit den Amerikanern nicht machen. Da gibt es doch, da können wir uns doch überhaupt nicht diesem Rechtssystem unterstellen, wenn man und da mal darauf hinzuweisen, auch hier gibt es Missstände wie in allen anderen Ländern auch. Die letzte Frage, Herr Muzhniak, geht an Sie und da möchte ich Bezug nehmen auf das, was Frau Jensen gerade sagte. Die sagte, in Deutschland ist es schwierig, einen Fuß in die Tür zu kriegen, wenn man das Thema Menschenrechte anspricht. Einen Fuß in die Tür zu kriegen ist das Geschäft von NGOs, die Öffentlichkeitsarbeit machen, die aber natürlich auch ganz konkrete Hilfestellung leisten. Beobachten Sie das auch? Ist es schwieriger geworden oder wie schwierig ist es für die Anliegen der Menschenrechte, einen Fuß in die Tür zu kriegen bei den Entscheidern in dieser Welt? Herr Muzhniak, haben Sie uns gehört? Oh yes, okay, that was to me. I thought that was to Ms. Jensen. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass die Frage mir gilt. Ich dachte, die Frage geht an Frau Jensen. Ja, wir können unsere Stimme erheben, aber zunehmend sehen wir, dass der Freiraum für Menschenrechte und die Zivilgesellschaft dicht gemacht wird von so vielen Politikern quer durch Europa, nicht nur im Osten, nicht nur in der Türkei oder in Russland. Interessant, dass jemand gesagt hat, ja, wir können ja die Türkei nicht mit Großbritannien vergleichen.
Ach, die sind alles Europaratsmitglieder, alle an die Konvention gebunden. Man kann Deutschland mit Polen nicht vergleichen. Ihr seid beide EU-Mitglieder. Also man kann hier, man muss eine Messlatte anwenden, was den Standards angeht. Ein großes Thema hier ist natürlich Migration, die Kriminalisierung von denjenigen, die Migranten helfen wollen, die versuchen, das Meer zu überqueren. Und das ist ein Phänomen, das wir überall in jedem Land sehen, auch in den alten Demokratien. In den neueren Demokratien gibt es natürlich sehr hinterlistige Regierungen, die Schmierkampagnen, Schmutzkampagnen durchführen, Kontrollen einführen. Also diese Freiräume werden dicht gemacht, quer durch Europa und überall auf der Welt. Und wir sind sehr besorgt als Amnesty International. Wir standen vor Druck, Verhaftungen etc. Und unsere Organisation wurde in Indien gerade dicht gemacht. Wir sind die größte Menschenrechtsorganisation der Welt. Und wenn das uns passieren kann, eine Bewegung mit 10 Millionen Anhängern, dann kann das allen Organisationen passieren. Und wenn das in Indien passieren kann, die größte Demokratie der Welt vermeintlich, dann kann das auch überall auf der Welt passieren. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Politiker, die den Mut haben, sich für uns zu engagieren. Die sich für die Zivilgesellschaft einzusetzen, die Opfer zu unterstützen, für Rechenschaft zu sorgen. Wer soll den Opfern helfen, wenn es darum geht, die Fälle vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu bringen? Das sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ohne uns kann dieses System nicht funktionieren. Die Zivilgesellschaft muss die Opfer unterstützen. Sonst geht es nur darum, dass die Staaten sich austauschen und sich gegenseitig falsche Informationen liefern über die jeweiligen Erfolgsbilanzen. Wir stehen unter Druck, aber wir geben nicht auf. Trotzdem sind Ihre Worte sehr erschütternd, wenn Sie sagen, we are under pressure, we are under threat. Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen, in dem Wissen, wie wichtig die Bedeutung von NGOs ist für die Durchsetzung der Menschenrechte. Unsere Zeit ist schon um. Ich glaube, wir könnten über viele, viele Aspekte noch weiter und intensiver diskutieren. Das ist ja auch, diese Veranstaltung ist ja auch nur ein kleiner Teil einer ganzen Folge von Debatten, die man immer wieder führen muss. Insofern danke ich mich sehr herzlich. Ich glaube, wir haben wichtige Fragen angesprochen über einerseits die Errungenschaften der EMRK, des EGMR und andererseits die Probleme, die bestehen bei der Umsetzung. Und wir haben einige Lösungsvorschläge entwickelt, die ja vielleicht auf den verschiedenen Kanälen an die entscheidenden Positionen jetzt getragen werden können. Ich bedanke mich sehr herzlich. Herzliche Grüße nach London rüber in den Bundestag und nach Riga. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren, auch natürlich an Sie, Frau Kokott, hier im Studio. Und jetzt darf ich überleiten zu Herrn Michael Windfuhr, den stellvertretenden Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, für ein Schlusswort. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Bubrowski und Ms. Dubrowski, Ms. Kokott, Mr. Lambrecht, Minister Maas, Ms. Jensen, Judge Eike, Professor Kokott, Mr. Musnik, Distinguished Audience. Wir haben eine sehr interessante und beeindruckende Veranstaltung heute gehabt. Wir haben heute den Geburtstag des ältesten regionalen Menschenrechtsschutzsystems gefeiert, des Europäischen, anlässlich der Verabschiedung der Europäischen Menschenrechtskonvention vor 70 Jahren. Sie symbolisiert und garantiert die Grundlagen, auf denen das europäische Projekt fußt: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Wir haben begonnen mit dem Rückblick. Wenn man sich die Situation in Europa im Jahr 1950 noch einmal vor Augen hält, der Zweite Weltkrieg und die Erfahrungen der völligen Entrechtung der Menschen durch die Menschenrechtsverbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands, wird deutlich, worauf die Erarbeitung und Verabschiedung der Europäischen Menschenrechtskonvention reagiert hat. Demütig und großartig, dass Deutschland von Anfang an mit einbezogen wurde und teilwerden konnte. Dies hat, wie die Ministerin Lambrecht am Anfang heute sagte, unsere Rechtskultur außerordentlich mitgeprägt.
Wir haben gelernt, wie umfassend das europäische Menschenrechtsschutzsystem ist. 830 Millionen Menschen in 47 Ländern. Wir haben einen gemeinsamen regionalen Wertekanon erarbeitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde übrigens die Menschenrechte weltweit vorangetrieben. Die europäische Debatte war eingebettet in die internationale Entwicklung des Menschenrechtsgedenkens oder Denkens. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, deren Geburtstag, wie ja gerade vor 2 Jahren gefeiert wurde, war 1948 auf den Weg gebracht worden. Die amerikanische Menschenrechtserklärung auch 1948. Dort gibt es eine Konvention seit Ende der 60er Jahre. Und auch im afrikanischen Menschenrechtsschutzsystem ist ja mit der Charta von 1981 inzwischen ein weiteres System entstanden. Alle drei, das europäische, das interamerikanische und das afrikanische, haben eigene Gerichtshöfe. Und das ist, glaube ich, das Bedeutende dieser Menschenrechtsschutzsysteme, die Einklagbarkeit. Das ist so wichtig im Menschenrechtsschutz, wie Frau Dr. Kofler heute deutlich gemacht hat. Rechte haben ist das eine, sie einklagen können das andere. Gerade deshalb sind die regionalen Menschenrechtsschutzsysteme auch für den internationalen Menschenrechtsschutz so wichtig, der diese Einklagbarkeit nicht hat. Der Grundrechtsschutz in Deutschland, so haben wir gesehen, ist international eingebettet. Das macht schon der Artikel 1 des Grundgesetzes deutlich. Er enthält ein Bekenntnis zu den internationalen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Dementsprechend verlangt das Bundesverfassungsgericht, wie wir gehört haben, dass die grundgesetzlich geschützten Grundrechte im Lichte der internationalen Menschenrechte ausgelegt werden, wie wir heute gehört haben, völkerrechtsfreundlich ausgelegt werden. So hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dem Grundrechtsschutz in Deutschland ebenfalls wichtige Impulse gegeben, beispielsweise für den Strafprozess, das elterliche Umgangsrecht oder den Konflikt zwischen Pressefreiheit und Persönlichkeitsschutz, wie die Beispiele heute gezeigt haben. Wichtig ist dabei, das sind nicht nur die Urteile, die Deutschland direkt betreffen, die Auswirkungen haben, sondern die gesamte Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Und es wirkt auch auf den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg aus, wie Frau Professor Kurkot ausgeführt hat, wo es einen intensiven Dialog der Gerichte gibt. Internationaler und regionaler Menschenrechtsschutz können auf Begrenzungen und Fehlentwicklungen auf der nationalen Ebene hinweisen. Das gilt gerade in Situationen, in denen der Rechtsstaat angegriffen und in Frage gestellt wird. Der Europäische Gerichtshof ist in diesem Sinne tatsächlich ein Judicial Safety Net, wie die Generalsekretärin des Europarats, Frau Pešinović-Burić, es ausgedrückt hat. Oder ein Format, um sozusagen die Gehör sich beschaffen zu können für diejenigen, die wirklich von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, wie Nils Musniek gesagt hat, das System, wo vielleicht Gerechtigkeit als einziges einforderbar ist, wenn es national nicht klappt. Dieser europäische Wertekanon wird immer wieder herausgefordert, natürlich von Ländern, die vielleicht viele Fälle auch haben und oft verurteilt werden, in denen größere Menschenrechtsverletzungen oder Umsetzungsprobleme stattfinden. Und wir haben heute Nachmittag gerade gelernt, diese Länder voneinander zu unterscheiden, wo sie tatsächlich wenig Rechtsstaat selber schützen oder Gerichte nicht unabhängig sind, ist das europäische System umso wichtiger. Dies ist zu trennen vielleicht von Souveränitätsargumenten, die auch von anderen Ländern herangebracht wird. Selbst die Justizministerin betonte heute nochmal, dass es möglicherweise unbequem ist, Urteile des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen. Dennoch hat sie gesagt, es ist gar nicht gering zu schätzen, wie groß der Gewinn insgesamt für unsere Rechtsordnung ist, dass es diesen Blick von außen gibt, auch wenn es manchmal mühselig ist. Das Souveränitätsargument zieht auch nicht wirklich, weil das europäische Grundverständnis der Menschenwürde ein so wichtiger Schutzschild ist. Das war der Begriff, den Dr. Wessels heute gebracht hat, um auch die Menschenrechte von besonders benachteiligten oder unter Druck kommenden Menschenrechtsgruppen sozusagen zu schützen. Natürlich werden immer wieder Reformschritte angemahnt, aber der Interlaken-Reformprozess des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, von dem die Generalsekretärin des Europarats gesprochen hat, hat deutlich gezeigt, dass es auch möglich ist, technische, praktische Grenzen wie die hohe Fallzahl des Gerichtshofs zu adressieren, wenn der politische Wille vorhanden ist. Das würde sicherlich auch gelten für die finanzielle Ausstattung des Gerichtshofs. Im Bereich der Umsetzung. Wir haben mehrfach gehört, wie wichtig die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofs sind. Und über mögliche Instrumente bis hin zum neuen europäischen Sanktionsmechanismus für schwere Menschenrechtsverletzungen gesprochen.
betonen möchte ich noch einmal, wie zentral für die Umsetzung gerade auch die Einforderung sozusagen der Umsetzung der Gerichtsurteile durch gesellschaftliche Akteure ist. Wir haben heute gehört von Anwälten, der Zivilgesellschaft und nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Zivilgesellschaftliche Organisationen helfen oft Betroffenen, den Weg durch die Instanzen überhaupt zu überstehen, bis zum Gerichtshof zu kommen. Sie fordern die Umsetzung von Urteilen ein, verdeutlichen die Bedeutung der Urteile, schaffen Öffentlichkeit, machen Menschenrechtsbildung. Umso wichtiger ist ihr freies Agieren auch für das Funktionieren des Rechtsstaats. In vielen Ländern beobachten wir, und Nils Musniak hat darauf hingewiesen, dass derzeit die Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Organisationen aber eher eingeschränkt werden, etwa durch die Gesetze, die die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen erschweren. Immer wieder kommt es zu Einschüchterung über soziale Medien, die Angriffe auf Menschen und zu politischen Gewalt. In einigen Ländern geschieht dies auch durch gesellschaftliche Gruppen, in anderen mehr oder weniger offen auch durch die Regierung. Zu Recht hat deshalb der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wiederholt betont, dass Politikerinnen eine besondere Verantwortung dafür tragen, Hass nicht zu schüren und dem Hass entgegenzutreten. Auch Anwälte, die für die Beratung, die rechtliche Beratung von Menschen, die vor den Gerichtshof ziehen wollen, so wichtig sind, kommen in europäischen Ländern wiederholt unter Druck. Sie werden verfolgt, sie werden selbst zu Menschenrechtsverteidigern, die den Schutz der Europäischen Menschenrechtscharta benötigen. Gerade auch für ihr Engagement ist die europäische Grundordnung und die Institutionen des Europarats und die Menschenrechtskonvention so wichtig. Bei der Umsetzung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte können natürlich auch nationale Menschenrechtsinstitutionen wie meine eigene eine wichtige Rolle haben. Wir sind in der idealen Position, um Regierungen und Parlamente bei der Umsetzung von Urteilen zu beraten, die Umsetzung zu monitoren und dem Ministerkomitee auch unabhängige Informationen zur Verfügung zu stellen. Das hat das Ministerkomitee selbst auch anerkannt und 2015 in einer Brüsseler Erklärung dazu aufgerufen, nationale Menschenrechtsinstitutionen in den Umsetzungsprozess der Urteile mit einzubeziehen. Wir können das gemeinsam mit der Zivilgesellschaft begleiten und gemeinsam auch auf Umsetzungsnotwendigkeiten hinwirken. Wir können den Umsetzungsprozess durch Veranstaltungen mit dem Fachpublikum für Richterinnen, Anwältinnen und anderen unabhängigen Einrichtungen anregen und eben auch auf die fehlende Umsetzung möglicherweise vor internationalen Gremien wie UN Treaty Bodies hinweisen. Nationale Menschenrechtsinstitutionen wie Zivilgesellschaft können aber auch wichtige Rollen spielen durch sogenannte Drittinterventionen, Third-Party-Interventions, wie wir gehört haben, oder Amicus-Briefe. Wir haben heute gehört, sowohl beim Verfassungsgericht wie auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann es wichtig sein, wenn es einen Überblick gibt über das Recht, die Rechtspraxis in bestimmten Staaten, wenn Daten und Statistiken geliefert wird oder einen vergleichenden Überblick über die Praxis der Umsetzung von Menschenrechten in Staaten vorliegt. Der Gerichtshof hat in vielen Urteilen das Verständnis für die Konvention der Menschenrechte und des Rechts auf Leben auch erweitert. Darüber wurde heute Nachmittag auch gesprochen. Dadurch auch Entscheidungen zum Beispiel im Bereich sozialer Menschenrechte gefällt, wie mit Blick auf das Recht auf Gesundheit oder das Recht auf Wohnen. Der Gerichtshof und der Europarat haben zudem begonnen, bezogen auch auf Umweltthemen zu arbeiten. Flughafenlärm, Stadtplanung, Luftverschmutzung. Frau Pejinovic-Buric hat deshalb zu Recht auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Anwendung der Menschenrechtskonvention aktuell zu halten und auch des Europarats, um auf Themen wie die Herausforderungen unserer Ökosysteme oder neue Herausforderungen wie die menschenrechtliche Gestaltung, meinetwegen der künstlichen Intelligenz, zu reagieren. Ich glaube, das sind wichtige Aspekte, Menschenrechtsschutz aktuell zu halten und auch relevant zu halten für die tatsächlich stattfindenden Herausforderungen. Fassen wir zusammen. Zentral, und das wurde heute nochmal besonders deutlich, ist die Schutzschildfunktion für Menschenrechte und Demokratie der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Gerichtshofs. Besonders dann, wenn der Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Justiz den Schutz der Menschenrechtsverteidiger in einem der 47 Mitgliedstaaten herausgefordert wird, dann ist die Schutzfunktion besonders wichtig. Zum Schluss der Veranstaltung möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitdiskutierenden, bei den beiden fantastischen Moderatorinnen bedanken für ihr angeregtes Diskutieren. Mein Dank geht aber auch an die beiden Ministerien und dem Organisationsteam unserer drei Häuser, die diese Online-Konferenz erst möglich gemacht haben. Viele haben gesagt, wie wichtig es war, dass wir sie nicht haben ausfallen lassen in Corona-Zeiten, sondern ein Format gewählt haben, das trotzdem erlaubt, über den Geburtstag nachzudenken.
Danken möchte ich auch sehr herzlich den Übersetzerinnen, die im Hintergrund möglich gemacht haben, dass wir von Riga bis Berlin diskutieren konnten heute. Das ist immer sehr wichtig und hilft der Verständigung. Es war wichtig, dass der Geburtstag trotz der Widerstände stattfinden könnte. Nun wünsche ich Ihnen allen ein gutes Heimkommen, so Sie überhaupt unterwegs sind in diesen Zeiten. Und wenn Sie vor dem Computer sitzen, vielleicht ein gutes Heimkommen oder eine Tasse Tee zu dieser Zeit. Herzlichen Dank und auf Wiederhören oder auf Wiedersehen.